Auf seinen Schultern trägt jeder ein Stück der Gesellschaft. Niemand ist entbunden von seinem Teil der Verantwortung. Und niemand wird einen Ausweg für sich alleine finden, wenn die gesamte Gesellschaft sich auf einen Pfad der Zerstörung begibt. Niemand kann unbeteiligt abseits stehen, jeder wird hineingerissen. Es ist deshalb im eigenen Interesse eines jeden, sich mit aller Kraft zu stürzen hinein in den Kampf der Ideen. Ludwig von Mises. Samstagabend, 20 Uhr, zu Gast bei den Marktradikalen die Weltraumaffen. Hallo Chris und hallo Mars. Guten Tag. Ja, schönen guten Abend. Und zu meiner Seite als Gastgeber noch der Herr Ennegli. Servus. Ja, wer das Affentheater noch nicht kennt, die Weltraumaffen produzieren seit einigen Jahren einen wöchentlichen Livestream zu den aktuellen Tagesthemen. Ich muss sagen, für meinen Geschmack ist es etwas langatmig, langweilig, völlig unstrukturiert, ohne irgendwelche herausragenden Beiträge. Trump würde sagen, glaube ich, very failed. Das steht natürlich im völligen Gegensatz zu unserem hauseigenen Livestream, Jung, Brutal, Marktradikal, ein ebenfalls wöchentliches Format zum Tagesthemen, zufälligerweise zur gleichen Zeit jede Woche produziert von Unbasiert und dem Institut for Conava. Nun, aber was bist du mit Assi? Was ist denn auch echt? Raus hier! Du bist ja... Nein, es ist nur dieses. Ihr seid beide zur gleichen Zeit. Das wollte ich nur thematisieren. Aber genug der Einleitung. Also ich freue mich wirklich, dass ihr hier seid. Und ich freue mich. Ich denke, eure Radikalisierung ist deutlich ausbaufähig. Insofern wollen wir mal das Gespräch anfangen. Ja, dass du das in irgendeiner Form langatmig und langweilig findest, das liegt wahrscheinlich einfach dran, dass du die Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens hast. Das mag sein. Habe ich jetzt schon öfter auch die nach dem Talk bei Kasper gelesen, ich sei langweilig oder langsam oder irgendwas. Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht untergegangen. Mir ging es einfach nur um die Gegenüberstellung zu jungen, brutalen Marktradikalen. Ne? ihr seid halt die Konkurrenz, ne? Ja, naja, gut, sagen wir mal so. Also es kloppen sicher inzwischen genug weltanschauliche Diskussionen um den Platz Sonntagabend 18 Uhr. Genau. Aber niemand sitzt auf diesem Platz so lange wie wir. Das ist alles, stimmt. Was danach kam, hat sich dahin gedrängelt, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen. Ich habe mich ja auch diese Zitate am Anfang, könnt ihr sagen, wo das herkommt, was das für einen Hintergrund hat? Das ist eigentlich die ganze Zeit eine relativ sporadische Geschichte gewesen. Wenn jemand eine Idee hatte, dann hat er dann am Anfang gerade gesagt, hier, ich habe eine Einleitung, und dann haben wir die einfach genommen. Und ich habe in den letzten Monaten so ein bisschen angefangen, Songzeilen auf Deutsch zu übersetzen und die als kleine Mystery-Einleitung zu benutzen, damit der Zuschauer sich hinterher gut fühlen kann, wenn er erkannt hat, von aus welchem Song ich gerade im Endeffekt zitiert habe auf Deutsch. Ja. Dann vielleicht mal so ein bisschen abklopfen. Also ich bin ja auch noch nicht ganz, ich habe nicht so viel von eurem Podcast gehört. Vielleicht mal ein bisschen abklopfen, wie eure Wahrnehmung von euch selbst oder vielleicht auch von den Marktradikalen ist. Also von R. Nägel, der hat ja, vielleicht kann der Nägel auch was dazu sagen. Also ich habe den Begriff, naja, ihr habt eine einigermaßen gute Wahrnehmung von den Problemen der Tageszeit oder der Weltgeschichte, so nehme ich das wahr. Also Kulturmarxismus und derartiges. Weiß nicht, wie nehmt ihr euch selber wahr? Oder falls es für andere, falls es zu allgemein ist, wie nehmt ihr die Marktradikalen wahr? Magst du was sagen dazu, Chris? Ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ja, wie nimmst du dich selber wahr, Chris? Ich nehme mich nicht wahr. Naja, was ist so Thema Werte, Ideen, Aufklärung, Wissenschaft, Freiheit? Gibt es da irgendwelche, keine Ahnung, würdet ihr euch einordnen in irgendeine Denkschule? Ist es irgend sowas? Ja,
Das ist ja schon mal nicht möglich, weil die Weltraumaffen im Gegensatz zu den Marktradikalen halt keine politische Vereinigung mit einer einheitlichen politischen Meinung sind. Die Weltraumaffen sind eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe. Wenn ich das Wort jetzt hier erwähne, werden einige Leute stöhnen, aber es gibt uns wegen Gamergate, weil wir alle irgendwie während Gamergate das Gefühl hatten, dass die Medien von einem Verteidiger praktisch des Publikums zu jemandem geworden sind, der das Publikum erziehen, maßregeln und lenken möchte. Und eigentlich aus diesem Blickwinkel sind wir irgendwann, haben wir gesagt, Gamergate ist vorbei und Gamergate ist auch ein viel zu enges Thema und haben uns dann praktisch auf Dinge gestürzt, die mit den gleichen Taktiken im realen Leben, wenn ich das mal so sagen würde, betrieben werden. Ja, wir sehen es ja jetzt zum Beispiel an dieser ganzen unsinnigen Diskussion um die Frau Vollbrecht und wie viele Geschlechter es gibt. Und es gibt noch tausend andere Beispiele dafür. Die Frau Faeser ist ja sogar schon so weit, dass sie zukünftige Demonstranten praktisch in die Hassgruppenschublade steckt, um präventiv da schon mal den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also wir sehen diese Mechanismen, die wir in Gamergate gesehen haben, sehen wir in der Medien- und Aktivisten- und Politikwelt heute jeden Tag. Und deswegen gibt es uns noch. Ja, die Marktradikalen, wie sehen wir die? Also wir haben ja einmal ein Gründungsmitglied sozusagen von uns, der Abel ist ja mehr oder weniger selber sehr marktradikal, ist selber jemand, der sagt halt, Etatismus ist falsch, Steuern sind Raub und solche Dinge. Mich geworden, nimmt man nicht umsonst. Ne? Also geworden. Der war ja früher auch bei Attac und so unter solchen Geschichten und da ja so ein bisschen eine Entwicklung durchgemacht. Ja, auf jeden Fall. Genau, Abel war ja bei JBM auch mal zu Gast, also ja, klar. Also das ist für viele, glaube ich, Stein. Ich kann mich noch erinnern, es gibt ja diese Gelman-Amnesie, glaube ich, ist der Begriff dafür, wenn man auf einmal selber sich auskennt in irgendeinem Themengebiet, worauf die Presse sich auf einmal stürzt und man nimmt dann auf einmal wahr, ey, die Leute, die kennen sich überhaupt nicht aus. Die nicht nur, dass sie uninformiert sind, die kriegen noch nicht mal hin, Ursache und Wirkung in der richtigen Reihenfolge irgendwie zu darzustellen. Bei mir war das, glaube ich, so Ende der 90er so Thema Killerspiele. Ja, also das ist da ein bisschen eine Echo gerade von wahrscheinlich oder eine ähnliche Situation. Jein, also die Killerspiele waren ja mehr so eine Moral Panic. Da hieß es ja irgendwie, ja, oh Gott, unsere Kinder bringen irgendwelche Leute um, weil sie das in den Spielen gesehen haben. Aber das ist ohne so eine zweite metapolitische Ebene gelaufen, wie das bei Gamergate der Fall war. Ja, und die Killerspiele waren ja auch eher außerhalb. Also da haben ja die Leute, die jetzt aus der Spielepresse oder so, die haben das ja eher belächelt und dagegen angeredet. Und das war ja gerade bei Gamergate anders. Da war ja quasi der Anruf vom Inneren des Hauses, sage ich jetzt mal. Also klar, natürlich von irgendwelchen Aktivisten und so, die sich da rein begeben haben, weil das halt irgendwie so der Teil von der Popkultur irgendwie war, den sie sich jetzt mal ausgesucht hatten. Also ein gutes Beispiel dafür ist ja diese Dame namens Anita Sarkeesian, die ja, bevor sie Videos zu Gaming gemacht hat, auch Videos zu irgendwie Rapmusik oder Popmusik oder irgendwas gemacht hat und warum das alles ganz furchtbar ist. Und bei dieser Gaming-Sache hat sie dann halt irgendwie was gefunden, wo dann ja sich da eine Kontroverse draus irgendwie stricken ließ. Die Leute darauf angesprungen sind aus Medien und so, weil das ist ja so ein bisschen deren Beuteschema halt auch oder generell diese Problematisierung, weil man kann ja schlechten Artikel schreiben darüber, dass jetzt gerade mal irgendwie alle Züge irgendwie pünktlich angekommen sind und ohne Verspätung und alles ist prima und so oder alle Flugzeuge sind gelandet oder irgendwas, das sind ja keine Nachrichten. Und genauso ist, alle Leute haben viel Spaß damit, irgendwie ihren Hobbys nachzugehen. Auch keine Nachricht. Aber irgendwie, das ist schädlich für uns und das zerstört unsere Jugend und gefährdet unsere Frauen und macht unsere Männer verrückt. Das sind dann halt sogenannte gesellschaftlich relevante Themen, ne? Also die dann aufgegriffen werden. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt ja generell bei diesem ganzen Kram, es geht halt nur mit Opfertum natürlich. Also damit man die Leute irgendwie dazu gewinnt, hinter solchen
Gerechtigkeitsthemen dahinterher zu laufen, muss man halt sagen, hier, die Leute leiden, ne? Ganz furchtbar. Und es wird dann noch nicht mal erklärt, wie man jetzt konkret dieses Leiden irgendwie beenden kann. Es wird einfach nur angenommen, dass dann halt sich komplett dahinter schmeißen, hinter die Ideologie dazu einfach geeignet ist. Ne? Also es war ja jahrelang irgendwie so, dass zum Beispiel die Linkspartei, die halt gesagt haben, so ja, hier die Frauen, da gibt es Machtstrukturen und so und die leiden. Und dann wurde halt einfach angenommen, dass, ja, wenn man jetzt einfach halt das durchsetzt, was die Linkspartei macht und schon lange gemacht hätte, dann wäre dieses Problem halt, dieses Leiden halt behoben. Und jetzt in diesem Jahr haben wir dann halt jetzt Machtstrukturen in der Linkspartei, weil die natürlich nicht wissen, wie sie dieses Problem beheben, sondern es wird einfach immer nur postuliert und dann halt eben angenommen, dass das halt durch die Durchsetzung, komplette Durchsetzung von deren Ideologie dann einfach das Problem halt behoben wird. Ja. Ja, wenn man nochmal eine Meta-Ebene höher steigt, also ich finde, okay, ich mag sein, dass ich jetzt hier eine falsche Wahrnehmung, dass Gell-Mann Amnesia, der falsche, da war eine Meta-Ebene höher, also eine, na, ich sag mal, nicht ganz eine Verschwörung, wenn ich das richtig verstehe, sondern eher so eine Selbstprofilierung und ja, eine Ausnutzung von so einem kulturellen Phänomen. Aber wenn man dann nochmal eine Ebene höher geht, also das ist ja, das ist so das Thema der Marktradikalen oder das Thema von dieser österreichischen Denkschule. Die Gesellschaft, also im gesellschaftlichen Verständnis davon, wie man Probleme löst oder wie man zur Wahrheit kommt, das ist, ja, ich sag mal, grundsätzlich kaputt. Ja, so ist es, die Aufklärung wurde nicht wirklich verstanden, glaube ich, also das, was an der Aufklärung wertvoll war. Und ja, also dieses draufgesetzt, also dass man immer von oben herab alles machen muss und dass man nicht versteht, wie Lösungen natürlich von unten herauf dezentral entstehen. Das ist so, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Und das ist dann, wenn jemand, der sich nicht mit diesen Ideen beschäftigt, das schlägt dann in dem Moment auf, wo er auf einmal selber betroffen ist. Also das ist ein riesiges Problem, dass die Apathie da ist und man sich halt, na okay, was heißt riesiges Problem? Also ist natürlich okay, wenn jeder sich selbst mit seinem eigenen Leben beschäftigt vordergründig, aber da wir ja hier eine Demokratie haben, ist mutmaßlich jeder angehalten, sich zu informieren und zu verstehen, was die Konsequenzen der eigenen Entscheidung, der Wahlentscheidung ist. Aber naja, da müsste ja wirklich eigentlich so eine philosophische Grundausbildung durchlaufen, damit er da wirklich versteht, was da die Konsequenzen der eigenen Handlungen sind. Das macht halt keiner. Und das kann ja auch keiner absehen. Also weder die Leute, die diese Sachen implementieren wollen, können das ja schon nicht absehen, was die Konsequenzen ihres Handelns sind. Nicht in jedem Detail, aber in... Ja, es ist das gar nicht. Also da gibt es ja so viele Beispiele, gerade von dem... ich lese ja ganz gerne immer mal die Sachen von dem Malcolm Gladwell, der ist ja eigentlich darauf spezialisiert, solche Geschichten zu erzählen, wo Leute halt gedacht haben, dass dies und jenes zu dem und dem führt und das aber halt nicht funktioniert, so wie man das denkt. Und das liegt, glaube ich, in der Natur der Dinge, dass man ja sich irrt. Also, und deswegen muss man ja in kleinen Schritten gehen, Sachen halt wieder zurückdrehen, wenn man merkt, dass es keine guten Anreize sind und so. Aber wir haben ja, glaube ich, in Deutschland auch so ein bisschen das Problem, dass wir immer gleich, also in Deutschland, glaube ich, das ist natürlich nicht nur in Deutschland ein Problem, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es in Deutschland ganz besonders so ist und schon länger so war auch, also auch historisch gesehen, dass wir halt immer sofort die Utopie wollen. Das muss halt immer sofort so sein. Es reicht nicht aus, hier und da mal ein bisschen Gerechtigkeit zu machen, sondern das muss halt gleich alles gerecht sein, ansonsten bringt es halt nichts. Und es reicht auch nicht aus, hier und da mal irgendwie, also auf der rechten Seite gibt es das natürlich auch irgendwie, dass man, keine Ahnung, es muss dann gleich in Deutschland auch über allem stehen oder so. Es reicht dann auch nicht aus, wenn man sich einfach nur zufrieden ist.
Und ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass man da immer sofort, und es reicht halt noch nicht aus, wenn ein paar Leute dann halt irgendwie erfolgreich sind und die meisten Leute halt irgendwie klarkommen, sondern das muss halt, ja, es müssen halt alle Leute, müssen halt top sein. Und wenn das nicht geht, wenn man zu wenig Frauen in Führungspositionen hat oder so, ist es auch egal, wenn die alle glücklich sind oder die meisten von denen halt glücklich sind oder die Leute, die unglücklich sind, dann wenigstens nicht total irgendwie im Joch leben oder so, sondern wir brauchen halt die Utopie. Es geht halt nicht. Keine halben Sachen, so Regel auf 130. Ansonsten sind wir ja noch nicht Ja. fertig. Dann müssen wir ja weiterhin die Leute dazu zwingen, da mitzulaufen und ja. Ja, und genau an dem Punkt, oder zumindest ist das meine Beobachtung, vielleicht seht ihr das anders, fand ich das sehr, sehr bemerkenswert, wie wir besonders über die letzten Jahre, also aber jetzt, also Zeitraum von 10 Jahren gesprochen, ja, wie die Presse wirklich immer mehr sich aufgespielt hat, zu sagen, wir sind weg von einer Berichterstattung hin zu einer, wir erziehen die Menschen. So, das haben wir dann ja auch mehr oder weniger ein bisschen auf die Nase gebunden bekommen beim Thema dieser Framing Manuals oder wie die mal dann genannt haben, bei den Öffentlich-Rechtlichen. So dieses Thema, ja, aber das hilft ja sozusagen, wenn wir das so und so formulieren, dann stützt das ja das politische Narrativ unserer Oppositionellen oder so. Aber auch ja Aussagen auf der Republika, die hier und da mal gefallen sind. Und das hat einfach dann irgendwo ja auch gezeigt, dass die Journalisten, oder zumindest scheint die Tendenz da zu sein, dass die viele Journalisten, die mittlerweile eben da auch arbeiten, ihren Job gar nicht mehr als einen journalistischen Job also so dieses Whistleblower-Ding, ja, wo man früher dachte, okay, das ist ein Journalist, der fährt um die Welt, der wird irgendwo am Ende der Welt irgendwo mal beschossen, weil er irgendwie versucht, eine große Story aufzudecken. Und heutzutage hast du irgendwie diese Journalisten, die twittern da aus ihrem Starbucks hinaus, weil irgendwas ihnen Lustigerweise schwergegangen ist, ne? ist deren Weltbild ja komplett anders. Also wenn du die fragen würdest, dann würden sie ja wahrscheinlich, also zu schließen nach dem, was sie so publizieren, würden sie ja meinen, sie sind halt das letzte Aufgebot vor dem Vierten Reich, ne? Also, Genau. Ja. und die Ja, sehen aber. sich ja absolut so, ja, dass sie halt jetzt dazu da sind, das halt zu verhindern. Und das ist ja auch immer so dieses Ding von diesem Antifaschismus, dass sie es ja so hindrehen, dass es nur zwei Positionen gibt. Also es gibt die Position Faschismus und es gibt die Position Kommunismus. Und das sind ja die zwei Ziele der Geschichte sozusagen. Und wenn jetzt also die Geschichte sich nicht in Richtung Kommunismus be bewegt, dann bewegt sie sich in Richtung Faschismus. Und das ist ja auch deren Definition von Freiheit im Endeffekt, dass sie sagen, wenn die Leute frei sind, dann bedeutet das nur, dass sie nicht gezwungen werden, sich nicht für den Faschismus zu entscheiden, und das bedeutet, dass sie dann hinterher beim Faschismus rauskommen. Ja, Also, das ist so, das ist mein genau, das ist Eindruck. so. Ich habe jetzt einen Gedanken ein bisschen länger festgehalten, den ich ganz gerne nochmal formulieren würde. Also der Manuel hat eben gesagt, in der Demokratie sollte sich normalerweise was von unten nach oben entwickeln, wenn ich das richtig noch im Gedächtnis habe. Sollte Es nicht. hat nichts mit Demokratie zu tun, aber in einer freien, vernünftigen Gesellschaft ist das so, ja. Ja, aber dann ist doch, mein Punkt wäre jetzt zu sagen, genau diese Geschichte, vor der wir jetzt stehen, mit dem Wokismus, mit den Auswüchsen von 68ern und Frankfurter Schule, genau da haben wir doch eine Bewegung, die ist von unten gekommen. Die hat sich durch die Institution des Staates nach oben gearbeitet, weil sie was verbessern wollte. Und jetzt, wo sie oben sind, benutzen sie krass autoritäre Mittel, um das durchzusetzen, was sie formuliert haben. Und es ist auch nicht so gewesen, ist auch nicht so, dass sich die Positionen nicht geändert haben, sondern diese Bewegung ist eigentlich gekapert worden jetzt von der neuen Bewegung, dieser Woken-Geschichte. Wie willst du denn in einem gerechten Staat sicherstellen, dass halt nicht die falschen Leute von unten nach oben sickern, wie es jetzt in unserem Staat passiert ist? Ja, zunächst mal, wie ich das gemeint habe. Also ich benutze immer sehr gerne das Modell aus der Evolution, also zufällige Mutation, natürliche Selektion. Es ist ja, die Natur funktioniert ja nicht so, dass es da irgendeine zentrale
Planung gibt oder wie man auch die Kreationismus, sondern da gibt es so einen Mechanismus, wo im Einzelnen irgendwas passiert, ja, also gibt es ja irgendeine zufällige Mutation und die ist entweder adaptiv oder eben nicht und da wird entweder reproduziert oder eben nicht. Und so entsteht ganz natürlich halt die ganze Natur, die wir um uns herum sehen und nicht zuletzt auch wir selbst. Aber das kannst du doch nicht auf ein bestehendes, also das kannst du auch wieder nur auf ein utopisches Staatssystem projizieren, weil auf unserem bestehenden sehen wir ja, dass es nicht funktioniert. Wir sehen, dass sich Gruppen aus verschiedenen Gründen bilden, Allianzen. Ja, ich würde es anders sehen. Ich würde es so sehen, dass halt diese Sachen ja genau der Grund sind, warum wir das jetzt haben, was wir haben. Und das ist halt immer so. Dass, also dieses Ding mit der Evolution ist ja gerade der Witz, weil wir hier sitzen und uns darüber unterhalten können, ist es ja, funktioniert es ja gerade. Und natürlich nur so lange, bis es dann nicht mehr funktioniert. Und dann können wir nicht mehr sitzen und uns darüber unterhalten. Aber das, ja, also das liegt ja halt in der Natur der Dinge, dass das dann so ist, dass also diese die mit diesen Tricks, dass man ja quasi sagt, ja, ist ja so ungerecht alles und so. Und das, also es sind ja nicht immer nur Tricks, aber in diesem Fall würde ich halt sagen, sehe ich es halt so. Aber die Leute sind ja darauf programmiert und das ist ja auch vernünftig normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie mitkriege, da geht es irgendjemandem schlecht oder so, dass ich das dann nicht einfach wegignoriere. Und ja, aber es gibt halt Leute, die dazu bereit sind, das auszunutzen. Und da gibt es halt gerade so ein bisschen durch diese ganzen Lagerbildungen und so und dadurch, dass sich unsere Institutionen halt hinter diese ganzen Leute dahinter stellen, die das halt missbrauchen, sind die jetzt scheinbar, haben sie da irgendwie Einfluss und so. Ich würde auch was sagen, also zu der Frage, wie will man das finden? Ich glaube, das ist das Riesenthema, wo man sich auch hier und in der gesamten libertären und liberalen Ecke ja durchaus, glaube ich, immer den Kopf einschlägt, ist die Frage, ja, okay, ausgegangen von auch der österreichischen Ökonomie, von der Theorie, ist der Staat überhaupt ein gutes Produkt oder nicht? Und dann streitet man sich da, ist er nötig, ist er unnötig, ist er was Gutes, ist er was Schlechtes? Also ich würde gar nicht versuchen wollen, diese Frage zu beantworten. Maß, sondern vielleicht würd ich das ein bisschen umleiten in die Richtung, okay, was wären oder wie genau, weil das haben wir ja auch hier immer das Thema, also gerade schon angesprochen, ne? Ja, okay, den Leuten geht's schlecht, ne? gibt uns Macht, in die Richtung, wie nutzen sozusagen die Leute, die dann eben jetzt derzeit hier ja, durchaus mit ich greife jetzt das Wording auch mit autoritären Maßnahmen eben immer mehr Stücken der Freiheit und ja. oder gegebenenfalls wäre jetzt mein Input auch Anteile oder dem ein anderes Grundrechtsverständnis, nenne ich es jetzt mal, haben und insofern vielen Leuten ihre Freiheiten entgegen deren eigentlichen Willen, deren eigentlichen Erwartung von dem, was Grundrechte für sie sind, wegnehmen und wie kann man diesem politischen Zugewinn dort entgegentreten und sagen, okay, guck mal, das sind eure Talking Points, wie greife ich sie am besten an? Ja, wie kann ich euch argumentativ so hinstellen, dass die Leute merken, nein, hier geht's nicht um, oh, mir geht's schlecht, sondern hier geht's um, du tust so, ob es dir schlecht geht, beziehungsweise, ja, dir geht's schlecht, aber dein Ansatz sorgt dafür, dass es uns noch schlechter geht. Also vielleicht wäre das was, wo wir eher Antworten finden, die uns weiterhelfen. Aber ansonsten streiten wir uns auch gern darüber, vielleicht, wie man die Anreizstrukturen vom Staat ändern kann. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ich könnte nochmal zum Thema, ich weiß nicht, ob ihr das Wort Evolutionspsychologie, ob das euch ein Begriff ist, ob ihr euch damit beschäftigt habt. Ja, ist ein Begriff. Ja. Also, das ist halt, ich denke, und das ist auch, ohne euch zu nahe zu treten, glaube ich, in diesem Gespräch schon zu beobachten gewesen, diese Mentalität, dass man von oben herab denkt, dass man sagt, okay, es ist, wir müssen irgendwie ein System haben, was, ich denke, das kommt aus der Evolutionspsychologie, weil wir eben so aus Sippengemeinschaften herkommen und da kennt man jeden von Angesicht zu Angesicht. Und man kann so, ich sag mal, Ausgleiche schaffen, ja, wenn irgendwas schief geht, ja, wenn irgendeiner
irgendjemand ausbeutet, irgendjemand ausnutzt oder zum Vorteil genommen wird, ja, da kann man einen Ausgleich schaffen. Und man hat dann irgendwann, man sieht, okay, derjenige ist kompetent, der hat da irgendeine, der kann da irgendwas reißen, da hängt man an ihn dran. Und diese ganzen Strukturen, diese Mentalitäten, und nicht zuletzt auch, also der braucht man jetzt auch nicht großartig, aber nur als Beispiel da, so dieses, dass man irgendwelche Sündenböcke ausruft, dass man hetzt, und ich glaube, das sind alles evolutionspsychologisch bedingte Grundtriebe. Und das ist halt das liberale Verständnis die österreichische Schule ist, man analysiert Sachen von ganz grundsätzlichen Axiomen ausgehend. Und es wurde vorhin gesagt, okay, man kann da eh nicht die Konsequenzen von allen möglichen Sachen, kann man nicht vorhersagen. Und naja, aber wenn wir die Evolution anschauen, dann ist schon richtig. Wir können nicht sagen, dass wie sich weiterentwickeln wird, dieser Baum, dieser Strang von einem Lebewesen, also oder werden wir jetzt, man kann das nicht genau im Detail vorhersagen, aber man kann so einen Rahmen setzen. Also man kann sagen, okay, das ist völlig unmöglich, dass dies und jenes jemals passieren wird. Oder wenn man glaubt, dass das und jenes passieren wird, dann hat man irgendwas nicht verstanden. Oder man kann dann so im Nachhinein so erklären, okay, hier sehen wir diese Fossilie und da sehen wir, da ist irgendwo eine Lücke, wir können mutmaßen darüber, was dazwischen passiert ist. Wir können schon Sachen aus diesem Grundverständnis, wie die Sachen funktionieren, ableiten. Und das ist eben das, was ich beobachte, was in einem politischen Rahmen, oder wenn ihr fragt, wie sollte der Staat irgendwas machen, oder wenn ihr sagt, okay, die Linken oder die Woken sind von unten auf, das ist ja, die sind ja irgendwann angekommen oben. Also das ist dann der Ausgangspunkt. Das Problem ist nicht, dass sie von unten gekommen sind. Das Problem ist, dass sie oben sind. Ja, das ist also um ein anderes, dass es ein Oben überhaupt gibt. Also das ist ja das Bildnis auch vom Herr der Ringe mit Sauron, dem Schicksalsberg und dem Herrn der Ringe. Also wenn ihr die Geschichte lest und glaubt, dass der Ring irgendwie das Problem ist, dass der Ring nicht dem oder jenen oder jetzt dem in die Hände gefallen ist, ja, dann habt ihr, glaube ich, die Geschichte nicht ganz verstanden. Ja, naja, wie gesagt, also aus meiner Sicht ist es die Lösung für die Sachen halt, man darf halt nicht in dieses Utopische abgleichen, weil je größer das halt eben wird, desto unüberschaubarer ist es halt eben auch alles. Man kann immer nur die kleinen Sachen ändern und dann gucken, was da irgendwie draus wird. Das. Ich will nicht missverstanden werden. Also wenn man irgendein Ideal skizziert, dann könnte man mutmaßen, dass man sagt, okay, da will man aufs Gedeih oder Gebrechen hinaus einfach drauf loslegen. Und ich würde schon darauf verweisen, dass es beobachtbar ist, wenn man, je liberaler man sich in einer Gesellschaft verhält, desto besser ist es. Also klassisch natürlich, offensichtliches Beispiel BRD versus DDR. Ja, also das ist ja nicht eine von, ja, man kann alleine schon, ja, wenn man, also man kann, man muss ja nicht gleich die Utopie skizzieren, und um zu sagen, okay, die Richtung, die wir gehen müssen, das wäre jetzt tendenziell erstmal so. Ja, klar, kann man alles machen, deswegen meine ich auch. Es muss dann aber halt eben, man muss dann halt merken, wenn man irgendwo an Grenzen stößt, Dinge passieren, die man nicht möchte, und dass man dann halt immer noch in der Lage ist, diese Sachen halt auch zurückzuspielen. Und das ist ja gerade bei diesen großen Ideologien wie Kommunismus und so ja dann immer nicht möglich, weil wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann zensiert man das halt, dann kriminalisiert man das Aussprechen der Wahrheit und diese Dinge, um sich dann die politische Korrektheit zu machen, wenn schon die tatsächliche Korrektheit nicht gegeben ist. Ja. Nur damit ich falsch, also sollte ich mich angesprochen fühlen, weil da habe ich mich fälschlicherweise angesprochen gefühlt bezüglich. Okay, gut, gut. Naja, den Anarchisten wirft man ja auch ganz gerne utopisches Denken vor, das meinte ich nur. Ja, das würde ich auch sagen, aber solange, ich habe ja gerade skizziert, was ich halt meine, was dieses utopische Denken,
das, wo ich da halt das Problem sehe, dass ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es auf anarchischer Seite oder so auch Probleme gibt oder dass man sich da was vormacht, wenn man meint, man könnte irgendwie alles vorhersehen oder so, aber das macht er ja im Regelfall, also das macht ja jetzt auch nicht jeder, der sagt irgendwie, ne, das, ich meine das ja auch nicht so absolut, also nur weil ich sage, es passieren immer Sachen, die man nicht vorhersehen kann, ja klar, es gibt auch Ursachen und Wirkungen, wo man, also morgen geht wahrscheinlich die Sonne auf, ne? Aber das ist, da kann man auch sagen, ja, das ist ja auch nicht, woher weiß man das überhaupt, dass es passiert, ne? Also, das ist ein Erfahrungswert. aber also ganz konkretes Beispiel zum, das ist ja zum Beispiel die Geschichte mit Mao, der diese Utopie hatte, wenn wir weniger Spatzen haben, fressen die weniger Saat. Also fordern wir die chinesische Bevölkerung auf, Spatzen totzuschlagen. Das Ergebnis war gewaltige Unterversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln wegen der Insekten, die dann halt keine Fressfeinde mehr hatten und sich entsprechend vermehrt haben. Das ist es halt, wenn wir diese utopischen Versuche, egal von welcher Seite, durchführen, kann das zu massiven Kollateralschäden an menschlichem Leben führen. Und das, deswegen halte ich halt für eine so eine utopische Denkweise für grundsätzlich erstmal die falsche Herangehensweise und würde halt auch sagen, man kann reformieren. Das wäre ja im Endeffekt auch wie die Evolutionsbiologie. Die geht ja auch nicht hin und sagt, so, ich will jetzt einen haarlosen, denkenden Affen, der aufrecht geht, macht mir den. Sondern das dauert ein paar Milliarden Jahre, bis sich der entwickelt hat, aus Versuchen. Ja, man muss und zwar immer ausgehend von dem Status quo. Also der Versuch geht ja immer von dem Tier, von der Amöbe aus, wegen mir. Ne? Das ist ja auch dieses Ding, wenn man sich, so also manche von diesen Aktivisten zum Beispiel, diese Body Positivity, da gibt es halt Leute, die sind übergewichtig und deren Idee, wie, was die beste Möglichkeit dafür ist, diesem Problem, was sie haben, zu begegnen, ist, die Gesellschaft sollte sich ändern. Und ja, also sorry, das ist offensichtlich, dass das nicht die beste Idee ist oder die einfachste Idee oder überhaupt eine Idee. Aber es ist heutzutage halt wirklich so, und das ist jetzt nur ein Beispiel, das merkt man halt ganz oft bei diesen Leuten, die glauben halt wirklich, das Einfachste wäre einfach, wenn alle sich dann, oder auch bei diesem Trans-Thema jetzt, ne, da merkt man das auch, dass es immer wieder sozusagen heißt, ja, das Problem der Leute ist ja die Gesellschaft. Das Problem ist die Gesellschaft, die sieht das falsch, die akzeptiert das nicht, die hat die falschen Ansichten oder so. Und wenn das nicht wäre, dann wäre das auch alles gut oder so. Ja, da gehe ich mit. Und das ist eigentlich immer auch dieses, diese Aktivisten haben jetzt ja im Prinzip ihre Plattform, die versuchen das ja eben auch von oben herab, so mit größtmöglicher Reichweite. Und eben entgegen dem Kontrast, das, was ich jetzt hier als Konsens rausgehört, dieser eben je kleiner und je dezentraler im Prinzip die Prozesse verlaufen, desto besser laufen sie im Endeffekt, wenn ich das falsch wiedergegeben habe oder zusammengefasst habe, bitte immer kritisieren. Und anstatt, dass diese Body Positivity Leute das in ihrem kleinen Ding machen und da im Prinzip was herausarbeiten, wo sie dann im Zweifel sehen würden, okay, vielleicht funktioniert das im Zweifel doch nicht so, weil die im kleinen Kreis dann eben merken, so, irgendwie sterben die alle ziemlich schnell wegen irgendeinem Herzinfarkt oder so, Mitte 20 oder Anfang 30, weil irgendwie im zweiten Stock schon mal ist wie ein Marathon. Und etwaige anderen gesundheitlichen Risiken, die damit natürlich einhergehen, geht es so von oben herab, wird auf alle irgendwie aufgezwängt, herabgewälzt, die negativen Effekte werden dadurch im Prinzip ja auch negiert, in der Menge verschwinden, in der Menge, ja, weil die Kritik kommt ja sozusagen dann für sie sichtbar nicht an. Die kommt ja im Prinzip zwar von vielen Leuten, die sagen, wir finden das kacke, ja, so hier, schaut doch mal auf die Wissenschaft etc. Oder Wissenschaft her, ist ja immer so böse, aber die sehen dadurch, dass sie ihr Umfeld so unglaublich groß machen, aber ein Umfeld haben, welches ja zum größten Teil nicht mitmacht erstmal, weil es eben so einen großen Dissens zu diesem Quasi-Positivity-Ding gibt, sehen sie am persönlichen Leibe nicht das, was anderen, denen es ähnlich geht, durchmachen. Und so kann sich so eine Idee im Zweifel auch da oben halten oder
schafft sich sozusagen nicht selber ab, weil die Leute selber merken, ah, ich bin eventuell auf dem falschen Dampfer gewesen. Ja, ich musste auch gerade an diese eine Dame mit der Wissenschaftssendung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk denken, wo du sagst Wissenschaft. Weil bei der ist es auch mal so. Meinst du Mai? Ja, genau. Die beginnt halt immer so ihre Sachen und sagt halt Dinge, die stimmen. Und dann leitet das aber halt ab in eine politische Analyse, die dann aber trotzdem, so wie das strukturiert ist, immer so verstanden werden soll, wie die faktischen Tatsachen aussagen quasi. Und das muss man halt auch voneinander trennen. Also zum Beispiel in diesem Video von ihr, wo sie ja über die Impfpflicht redet. Na, also nur weil man jetzt irgendwie postuliert hat, dass irgendwie, oder ich sag's mal im übertragenen Sinne, wenn ich jetzt ein Video darüber mache, dass es wichtig ist, dass die Leute Flüssigkeit zu sich nehmen. Und dass es am besten wäre, wenn die jetzt keine Zuckersachen trinken, weil Zucker schlecht für die ist, aus diesen und jenen Gründen. So, dann kann ich das machen, dann ist es faktisch korrekt, wissenschaftlich in Ordnung. Aber wenn das jetzt so ein MyLab-Video wäre, dann würde sie dann irgendwie sagen, so ja, und deswegen müssen wir jetzt ein Gesetz machen, was den Leuten dazu zwingt, dass sie jeden Tag ihre 2 Liter Wasser auch wirklich trinken müssen, natürlich mit entsprechender Kontrolle und was weiß ich nicht was. Ne? Und das ist ja. Bei vielen Leuten verwischen diese Grenzen halt, und sie ist dafür halt so ein gutes Beispiel. Die Grenzen verwischen zwischen, ich habe eine Idee, ich bin der Meinung, diese und jene Sachen, oder ich habe hier einen Versuchsaufbau und konnte herausfinden, dieses und jenes funktioniert besser als das und das oder so, zu diesem, und weil wir das jetzt, weil das jetzt gut wäre, wäre es eigentlich ein moralisches, haben wir da jetzt einen moralischen Imperativ sozusagen, das auch dann diese Gutheit den Leuten dann auch aufzuzwingen, wirklich, weil guck doch mal, wie dumm die sind. Es ist ja das so, Richtige. Oder deren... Es ist ja das Richtige. Du musst es genau, ja tun, weil wenn du was anderes tust, Leute, ja. Genau, dann ist das ja schlecht. Ja, die Sache ist ja, und da ist, glaube ich, auch viel so dieser Disconnect. Klar, man kann sich und sollte sich wahrscheinlich auch hinstellen und diese Sachen dann den Leuten halt sagen, ne, dies und das ist schlecht für dich oder so. Das ist vollkommen richtig und in Ordnung. Das Problem ist dann halt, dieses Ding von wegen, und deswegen müssen wir das jetzt machen und kontrollieren und was weiß ich nicht was. Na, das. Ja. Ja, und klar, da gibt es auch wieder andere Beispiele für, also mit diesem verbleiten Benzin oder so, was wir mal hatten, dass wir das nicht mehr haben, ist sicherlich eine bessere Sache. Aber nur weil es solche Beispiele gibt, heißt es halt trotzdem nicht, dass, ne, auch da wieder, ne, also mit diesem, man darf da nicht zu kleinteilig werden und den Leuten zu viel reinreden in Sachen, die halt gehen, die halt nur nicht so gut sind, ne, und da eskaliert es dann, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die Leute dann halt meinen so, ja, okay, wir haben jetzt zwar hier viele kleine Sachen, aber die summieren sich ja dann wieder alle und oder halt so extrem denken, dass es gibt halt nur die Möglichkeiten, entweder du trinkst halt genauso viel Wasser, wie wir dir sagen, und welches ohne Zucker. Oder du stirbst. Ne? Es kann ja nicht irgendwie sein, dass es dir einfach nur schlecht geht oder so. Oder es besser wäre, wenn das so wäre, sondern na, genauso wie, ja, oder entweder du nimmst die Impfung oder du stirbst an Corona oder hast Langzeit-Corona oder so. Das ist ja auch so ein Ding. Caps Lock, ne? Ich möchte Sie bitten, hier die wissenschaftliche Ebene nicht zu verlassen. Die Impfung ist wichtig. Okay. Und ohne sie werden allein in Deutschland in diesem Winter 3 Milliarden Menschen sterben. Das stimmt natürlich. Ja. Herr Lauterbach. Ja, aber genau das ist es ja irgendwo, ne? Dieses Verständnis vom Umgang miteinander. Und ich meine, klar, ich würde behaupten, hier sitzen gerade die unterschiedlichsten Altersgruppen zusammen. Das heißt, jeder hat irgendwo eine andere Erfahrung gemacht in irgendwelchen Bildungseinrichtungen. Aber jetzt, was weiß ich, mit Blick auf die Schule, da habe ich das Gefühl gehabt, dass es damals schon ein bisschen so dieser Anreiz zum Beispiel dafür gesetzt wurde, dass man eben nicht hingeht und sagt, guck mal, zum Beispiel solche Sprüche wie, also die jetzt im Kontrast stehen, sowas wie, ja, behandle andere Leute so, wie du selbst behandelt werden möchtest, ja. So, und das denke ich mir so, was für ein großartiger Spruch. Ich meine, klar, ne, wenn ich möchte nicht, dass mir einer einen in die Fresse haut, also tue ich es keinem anderen an.
So, und in zumindest meiner Schule war das dann damals so, diese Anreizstruktur schien immer schon vom Narrativ her, wie es so beigebracht wurde, war das immer schon dieser Kampf, okay, das muss aber, das Richtige muss getan werden. Im Narrativ, okay, wenn du es für das Richtige tust, dann ist das gut. Ja, so, und dann konnte ich das zumindest bei manchen Leuten beobachten, die dann auch immer in diesem Bereich unterwegs waren, von wegen, ja, Nazis hier, die auf eine reinhauen und sowas, die sich dann sehr schnell verloren in so einem, wenn ich das Richtige tue oder das richtige Ziel habe, dann. Gerade eben wirst du zum Roboter, Herr Nägel. Internet oder was? Jetzt geht's wieder. Ja, versuch's nochmal. Oh, sorry, okay. Also ich will kurz anmerken, das ist eine der ältesten Phrasen, die wir aus Gamergate mitgebracht haben und immer wieder gerne zitieren von einem Filmkritiker aus Amerika, der damals gesagt hat, es gibt keine falschen Taktiken, es gibt nur falsche Ziele in Bezug darauf, was man mit Anhängern oder Unterstützern von Gamergate tun sollte. Also dieses Mindset ist unheimlich weit verbreitet inzwischen. Und zu dem Unterschied, was Bildung und Schulsystem angeht, ich bin ja wahrscheinlich der Älteste hier in dem Laden. Ich habe meine Schulbildung von Mitte der 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre in Deutschland erhalten. Und wenn man jetzt guckt, als jemand, der diese Erziehung genossen hat und jemand, der halt auch noch Eltern und Großeltern hat, die einem noch von ganz anderen Erziehungsmethoden erzählen, dann ist die Schule, gerade die Schule, ja heute nur noch ein Schatten von sich selbst. Also weder wird dem Lehrer gegenüber ein gewisser Respekt erbracht, einfach nur, weil das jemand ist, der seine Zeit damit verbringt, dass er mir was beibringt. Nicht, weil er irgendwie eine Respektsperson sein muss oder irgendein Scheiß, sondern einfach aus einem zwischenmenschlichen Respekt her. Also Lehrer sind im Endeffekt freiwillig, ja auch nicht nur für Schüler, sondern auch für Eltern und Rechtsanwälte. Die Lehrpläne sind immer weiter verwässert worden. Als ich in die Schule gegangen bin, haben wir Noten bekommen in Aufmerksamkeit, Fleiß, Ordnung und Betragen. Die sogenannten Kopfnoten, die auch ganz klar ausgedrückt. Auch, wieder, die hatten sie irgendwann wieder eingeführt. Zumindest bei mir. Also inzwischen habe ich jetzt so aus meiner Familie gehört, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also meine Erfahrung war eigentlich viel mehr, also aus meiner Sicht, ich hätte mir eigentlich gewünscht, ich hätte mehr richtigen Unterricht, Frontalunterricht meinetwegen auch gehabt, weil ich hatte eigentlich eher das Gefühl, man redet die ganze Zeit über Methoden und vergisst irgendwie so das Wissen. Das war eher so meine Erfahrung auf jeden Fall. Du bist ja auch schon wieder ein paar Jährchen jünger als ich und da irgendwo ist ja auch dieses Abrutschen des Niveaus. Es gibt ja ganz große Unterschiede halt eben auch. Ne? Ich weiß auch nicht, ob man das so pauschal halt einfach sagen kann. Aber da gibt es auch ganz andere Schulen, Schulformen. Ja, natürlich in Privatschulen und so wird heute noch wahrscheinlich so ähnlich unterrichtet, wie ich das erlebt habe oder du. Aber meine Finde ist das natürlich auch anders. Das merkt man ja auch. Also, das sollte ja wahrscheinlich auch so ein großer Unterschied sein von diesem Geschlechterempfinden von den Schulen. Also, das ist ja mit diesen Sprachfächern, die haben jetzt ziemlich das auch, also die haben wir viel, viel größeren Raum mittlerweile eingenommen als die naturwissenschaftlichen Sachen. Und ja, die Mädchen sind da halt besser geeignet und die oder tun sich da weniger schwer im Regelfall. Und diese naturwissenschaftlichen Sachen sind halt eigentlich das gewesen immer, wo sich die Jungs weniger schwer getan haben. Und irgendwie zumindest ein bisschen das Gefühl, dass sich das so ein bisschen halt die naturwissenschaftlichen Sachen nicht so ein bisschen an den Rand bewegt haben. Vielleicht auch deswegen, weil ja natürlich die meisten Lehrer ja auch Sprachlehrer sind und die von den naturwissenschaftlichen Fächern ja meistens so Leute sind, die das mit dem Lehrersein quasi erst im zweiten Gang oder so gemacht haben, also nicht die Leute, die jetzt in ihr Berufsleben gestartet sind und sich direkt gedacht haben, ich werde jetzt Lehrer. Und das macht vielleicht auch nochmal einen Unterschied, aber ja, das war auf jeden Fall so meine Erfahrung. Ich hätte viel lieber mehr Naturwissenschaft gehabt und viel lieber mehr gelernt. Ich hatte eigentlich das Gefühl, als ich aus der Schule raus bin, dass ich so ziemlich überhaupt nichts weiß. Also so außer den absoluten Basics.
Ja, aber es kommt natürlich auch auf die Person an. Ja, man muss, das ist ja auch ein Ding, warum ich Schule, so wie ich sie erlebt habe, eigentlich ganz gut fand, weil sie dir halt auch außerhalb deines Elternhauses Perspektiven auf Themen und auf Interessengebiete vermittelt hat. Und heute weiß ich nicht, ob das noch in der Form passiert, ob das überhaupt noch möglich ist und ob das überhaupt noch interessant ist in der Welt von heute, wo es viel mehr um digitalen Scheiß geht und um Handy und Instagram und Ja, keine Ahnung, was ist ein weiß ich. zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite hast du heutzutage ja die ganzen Sachen so präsent wie noch nie, ne? Also, du kannst ja jetzt losgehen und irgendwelche Bücher lesen, die du früher gar nicht gefunden hättest, wenn die da in Ja, der aber Bibliothek nicht wahrscheinlich sind. gucken die Leute mit 99%iger Wahrscheinlichkeit eher ein Rainer-Winkler-Video Ja, oder was keine mit das neue Hund oder von Katze. Cordencula ist gut. Aber das schließt sich ja auch Das war nicht lustig, aus, ja, das ne? habe ich auch schon gesehen. Schließt sich ja auch nicht aus. Du kannst ja auch Cordencula-Video oder sowas gucken und irgendwelchen. Ja, natürlich. Aber du brauchst halt auch irgendwoher diesen Ansporn, dich für Dinge zu Ja, aber interessieren. Und kriegt ich man den in weiß der nicht, wo Schule? der. Weil bei mir war es halt eben so, Also, ich ich glaube, bin schon wir in der greifen Schule. jetzt ein bisschen weit weg, aber Ja. bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe mir eigentlich alles selber beigebracht, was heute in meinem Leben irgendeine Rolle spielt. Und die Schule hat mich dann nur insofern so animiert, dass ich da halt nichts nichts gekriegt habe, was mich so richtig gekickt hat. Und dann sucht man sich das halt selber, ne? Also, Das ja. ist genau das Ding. Also, das ist unbasiert, hat immer einen schönen Spruch dazu. Wir werden alle als Anarchisten geboren und die Schule macht uns zu Stasis. Also mich Und nicht. das ist halt, man muss sich ja schon überlegen, was ist die Hauptlektion in der Schule? Ja, jeden Tag, jede Stunde, es ist über Jahre hinweg eine Lektion immer durchweg. Hinsetzen, still sein, ruhig sein, zuhören. Was Ja, du aber das ist willst, doch ist heute nicht völlig mehr so. egal. Naja, Heute nö, hat du. sich doch die Anarchie durchgesetzt in den Schulen, mehr oder weniger. Ja, Die weiß ich nicht. Schulpflicht gilt nicht. Du musst, also wenn manche Leute, Nee, ich meinte jetzt manche das, junge was Leute, die Marx bei uns sagt. vorbeischauen, die sagen da schon, dass sie da eine gewisse Meinungsbild wiedergeben müssen, also dass da was Gute ist, das Ich wird glaube, schon. das ist heute Ja. dort natürlich noch viel schlimmer als zu meiner Zeit. Ja, ich habe Ja. damals, das erzähle ich immer gerne als Anekdote, ich habe damals einen Sozialkundeaufsatz, eine Arbeit geschrieben, in der ich den Mord an Alfred Herrhausen und das Widerstandsrecht nach Paragraph, was war das, 20 Absatz 4 in Zusammenhang gebracht habe. Und man hat mir dann da eine 3 draufgegeben und drunter geschrieben, Linksfaschist. Ja, völlig zu Recht damals, glaube ich. Ja, aber das konnte ich machen. Ja? Und ich habe eine Note drauf gekriegt, mit der ich leben konnte. Aber ich glaube, heute würden die wahrscheinlich den Verfassungsschutz anrufen, Nee, den ich glaube nicht. Nicht in Schulpsychologen. dem Fall. In dem Fall. In dem Fall könntest du dich wahrscheinlich auf vier verschiedene Faktenchecks beziehen oder so. Ja, Das wäre halt, wenn du leider jetzt wohl. einen Aufsatz darüber schreibst, keine Ahnung, wie die Medien bei Trump versagt haben mit einem konkreten Beispiel, wo sie ihn falsch zitiert haben oder so. Total basic Kram eigentlich. Dann Dann würde müsste die wahrscheinlich der Schule wechseln. Verfassungsschutz kommen oder so. Das andere, was das Ganze so ein bisschen verkennt, ist so ein grundsätzliches wirtschaftliche Idee, Opportunitätskosten. Ja, nur weil du hast ja die alternative Geschichte, wie sieht die aus? Sieht die aus, dass du einfach mit einem Finger in der Nase die ganze Zeit rumgesessen hättest? Ist das die Alternative zur Geschichte zu einer staatlichen Schule, zum staatlichen Schulweg? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man bedenkt, wie viel Kohle da pro Schüler reingebuttert wird, dass da durchaus auch andere Alternativen ja, zu einer Aussicht stehen, wie Kinder Ja, ich ausgebildet denke werden. auch. Ja, es ist vielleicht auch wie beim Ja, aber ich. Journalismus so, dass vielleicht auch die Klientel der Leute, die da halt größtenteils sich davon angezogen fühlt. Also es ist ja jetzt nicht jeder Gunnar Kaiser irgendwie, der dann als Beamteter Das war. Lehrer da irgendwie trotzdem das Lied der Freiheit singt. Und Gott sei Dank ist nicht jeder Lehrer so wie der Volkslehrer. Ja, das ist natürlich auch wahr, ja. Aber das ist, glaube ich, auch eine absolute Ausnahme gewesen. Im meisten Fall sind die Leute ja eher so Also ein bisschen links unterwegs. wir haben auch einen noch Lehrer bei uns in der Bubble und der überlegt sich schon gerade, ob er wie viel Sinn das für ihn macht, da noch unterwegs zu sein. Und der sagt, er ist da alleine auf
verlorenen Posten in der Anstalt. Ja. Ja, also das ist schon eine selektive Gruppe, die da kommt. Vielleicht ein anderes. Du nicht zum Beispiel ein Problem wie eine Parallelgesellschaft noch extremer machen, wenn du irgendwie nicht wenigstens ein staatliches Schulangebot machst, jetzt eine Pflicht, oder vielleicht sogar eine Pflicht, ja, indem du halt sagst, alle Kinder müssen zusammen an einen Ort gehen und müssen sich da in gewisser Weise auch respektieren und miteinander umgehen lernen. Also ich halte das für gar keine so schlechte Idee, wenn du eine Gesellschaft willst, die nicht komplett auseinanderbricht. Ja gut, wobei ich da als Kritik einbringen würde, dass ich behaupten würde, dass wir ja derzeit staatliche Angebote überall haben und wir aber ja genau die Tendenz sehen. Also ja, weil wir aber auch angefangen haben, diese staatlichen Angebote komplett zu. Ja, wir haben den Sozialismus nur nicht richtig gemacht. Und diesmal machen wir es zuerst besser. Nee. Wir hatten ein ordentliches Schulsystem mit einem Hauptschul-, Realschul- und einem Gymnasialzweig, wobei letzterer halt die Möglichkeit beinhaltet hat, an der Hochschule zu studieren, wenn man da ordentlich einen Abschluss gemacht hat. Und wir haben die Hauptschule eigentlich fast komplett eingedampft. Wir haben die Realschule Wir haben die Hauptschule in die Realschule integriert und dafür einen großen Teil aus der Realschule noch in die Gymnasien integriert. Und als es immer noch nicht geklappt hat, haben wir die Anforderungen gesenkt und haben das immer weicher gemacht, das System. Ja, und jetzt haben wir halt den Salat. Jetzt kommen aus den Schulen Leute raus, denen die Lehrer irgendeine Note gegeben haben, damit sie endlich weg sind und können damit studieren oder sollen halt im Endeffekt so weit gebildet sein, dass sie gewisse Berufe ausüben können. Aber das ist alles Augenwischerei, weil wir halt dieses System komplett aufgeweicht haben. Ja, aber gut, dann ja, aber das ist natürlich die Frage. Vom Krieg bis Anfang der 90er, würde ich mal sagen, hat es wunderbar funktioniert. Wir hatten ein super Schulsystem, wir haben international super dagestanden mit den Bildungsabschlüssen. Nur mal eine Frage, also zu meiner Zeit, das ist jetzt auch, ich glaube 20 Jahre her, war auch schon das Klischee verbreitet über den antriebslosen Schüler, der seine Schullaufbahn beendet und praktisch keine Ahnung hat, was er macht, studiere ich BWL oder sowas. Das war ja damals schon Klischee. War das zu deiner Zeit kein Klischee noch? Da hatten die alle Abgänger oder ein Großteil irgendwie einen vernünftigen Plan davon, was sie nach der Schule machen? Ich denke schon eher, ja. Ich weiß nicht, also ich kenne eigentlich niemanden, der nicht vorher schon zumindest eine Tendenz gehabt hätte. Wir hatten zum Beispiel einen sehr frommen, der ist wirklich katholischer Priester geworden. Das war kein gutes Beispiel. Würde ich nur einschmeißen, ich glaub, einer der Aspekte, der dort oder der im Vergleich zu heute eben dort treibende Kraft sein könnte, eben an dieser, okay, was mache ich nach der Schule, so, ist das, und das habe ich zumindest bei mir so wahrgenommen im Umfeld, dass viele eben durchaus auch desillusioniert waren. Also die machen ihren Bildungsabschluss und sagen sich, ja, guck mal hier, das ist der Bildungsabschluss, mit dem kann ich das und das alles machen, ja, weil, ja, die Schule hat mich ja darauf vorbereitet, jetzt studieren zu gehen und all sowas, ja. Und dann fangen die an zu studieren und merken irgendwie so, das ist ja was ganz anderes. Also die kommen aus einem Schulsystem raus, wo sie, was weiß ich, mit die besten Noten hatten. Und auf einmal sitzen sie auf der Bank in der Uni und merken, heilige Scheiße, ich muss für eine Klausur hier im ersten Semester oder was, muss ich mehr lernen als fürs Abitur. Und die rennen also im Prinzip volle Kanne gegen die Wand, weil sie, die machen jetzt mal eine Bruchlandung. So, die fliegen auf die Schnauze und sind komplett desillusioniert. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem dann, weil natürlich viele dadurch auch verbittert werden. Ich glaube, das ist eines der zentralen Probleme, weil wenn eben, wie du sagst, ne, damals das eben noch anders war, kann das durchaus, glaube ich, daran liegen, dass die Schule fordernder war und dass die Schule die einzelnen Schüler mehr schon darauf oder zumindest ein größeres Bild vermittelt hat oder ein besseres Bild darüber, welche Anforderungen welcher Berufsweg, so ganz grob natürlich, irgendwann haben würde. Und
sie dadurch weniger geneigt sind, dann eine Bruchlandung zu machen und irgendwelche... Oh, aber ich meine, ich muss sagen, ich habe dafür, dass ich da alles gelernt habe, eine ganz gute Bruchlandung angelegt am Anfang meiner Laufbahn. Aber jetzt also, mach doch meine Überlegung nicht kaputt. Aber das sind halt auch, da spielen natürlich ganz viele persönliche Dinge rein. Und das ist ja auch nicht jeder gleich. Also, aber ich glaube einfach, dass man damals den Schülern mehr zugemutet hat, ihnen mehr abverlangt hat und von ihnen halt eben auch eingefordert hat, sich an Regeln zu halten. Und das mag für manchen negativ klingen, schon wieder von oben vorgegebene Regeln, aber ich glaube, dass ein Großteil der Probleme, die wir im Moment auch mit dieser Generation Narzissmus haben, so ich, das hören wir von Emilia Fester, das hören wir von Ricarda Lang und von Timo Genius und wie die alle heißen, ich. Und diese Probleme liegen auch daran, dass den jüngeren Generationen in ihrer Kindheit zu wenig reale Grenzen gesetzt worden sind. Wenn ich heute sehe, wie Freunde von mir mit ihren Kindern über Dinge diskutieren, wo meine Eltern einfach gesagt hätten, jetzt halt bitte mal einen Mund und iss und red uns hier nicht ständig rein. Also, ja. Ja, wobei ich glaube, dass das eben weniger ein Problem des, es wird weniger von oben herab gemacht, sondern ich glaube, das ist mehr ein Problem von, wie entwickelt sich die ganze Gesellschaft? Ich glaube, da. Und das kommt also, ja auch von oben. Also dieses Verblödung. Nö, muss ja nicht. Also ich meine, die meisten Leute, die ich kenne, die vernünftig sind, die haben, der Grund, warum die vernünftig drauf sind, ist die Erziehung von zu Hause. Ja. So, und, ja, und ich muss auch sagen, diese Beispiele, die eben genannt worden sind, die so gerne ich sagen, die sagen aus meiner Erfahrung meistens ich, um dann quasi einzuleiten in das, was wir jetzt alle machen müssen, damit. Ja, damit Emilia wieder tanzen gehen kann und Fremde küssen kann. Und, ja. So. Und das ist ja eher also, die Sache. Also, mich würde das ja freuen, wenn sich die Leute ein bisschen mehr auf ihren eigenen Scheiß konzentrieren würden, weil das ist ja im Endeffekt auch das, wofür sie auch zuständig sind. Und, aber die brauchen nicht. Also, die vertreten aus meiner Sicht halt niemanden im Bundestag außer sich selbst dann auch. Und. Ja, also man kann schon ich sagen, das finde ich jetzt nicht so unbedingt schlimm, aber die Frage ist ja dann wieder, worauf will man hinaus, ne, und ja. Für mich ist das ganze Thema so ein bisschen frustrierend. Man kann auch mit seinen Eltern diskutieren oder so, ne, und das ist vielleicht auch die Frage, ob das so, ja, sollen sie noch diskutieren mit den Leuten, also finde ich jetzt nicht so schlimm. Also diese ganze Analysen, so treffend sie auch sein mögen, sind ein bisschen frustrierend für mich, weil das ist einfach nur, ich sag mal, oberflächlich. Es gibt diesen GZSZ-Zyklus, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es ist, also das gibt's auch in der Natur, Raubtier-Beutetier-Zyklus, Wirt-Parasit-Zyklus. Das ist die natürliche Entwicklung, einer immer, wie sagt man, immer dekadenter werdenden Gesellschaft, bis es halt der Leidensdruck groß genug wird, dass das irgendwo... Diese Geschichte mit den Strong Mans und so, ne? Genau, gute Zeiten, schwache Männer, harte Zeiten. Ja, und das, also ich glaube, da ist die Geschichte aber auch voll genug von starken Männern, die auch ganz schön schlechte Zeiten gemacht haben. Also kommt vielleicht ein bisschen auf die Definition. Ja, wenn sie oben waren, klar, aber... kommt vielleicht ein bisschen an die Definition von Stärke an. Ne? Also wenn man damit jetzt innere oder Charakterstärke meint, dann natürlich nicht, aber wenn man jetzt Stärke meint, dann... Nee, ich meine damit zum Beispiel meinen Großvater, der nach dem Krieg da halt eine Existenz für sich und seine Familie aufgebaut hat. Also das ist dann halt die... Ja, du musst ja jetzt nicht einen Krieg führen, um irgendwie den Existenz aufbauen zu können danach. Damit die Bedingungen zugelassen werden. Ja, dann aber trotzdem nicht deswegen. Und dieser Zyklus sagt ja irgendwie so, dass das quasi dann daraus resultiert, dann jeweils immer wieder. Und da würde ich halt sagen... Ich sage nicht, dass es resultiert. Also ja, es ging auch jetzt, anders. Der Zyklus sagt das ja, dass das daraus resultiert. Ne, natürlich, das ist also nur ein Zweck der Sache. Wenn ich sage, dies folgt auf das, das folgt auf das, das folgt auf das, dann sage ich doch damit, dass das daraus resultiert oder nicht. Und das ist dann aus meiner Sicht schon insofern halt widerlegt, wenn man... harte Männer oder starke Männer ist ja schon, also ist eine Folgerung. Die Analogie in der Natur wäre Wirt-Parasit-Zyklus, ja, also der Parasit, der übertreibste Wirt, also die, wie sagt man, der, der,
die Anzahl der Wirtstiere, die nimmt ab, weil der Parasit halt zu und das Immunsystem, okay, von den Wirten, da wird mehr Energie reingesteckt und deswegen haben sie Parasiten wieder schwerer. Und die Analogie da wäre, okay, wenn man sich jetzt vielleicht mal grundsätzliche Fragen stellen würde und die Sache nicht einfach so immer so auf Sicht fahren würde und immer nur den Pragmatismus sagen würde, dann wäre die Analogie, ja, dann ist, wir haben es ja tatsächlich geschafft, ein Virus auszurotten. Also ich weiß nicht, war das Windpocken oder irgend so, irgendein Virus wurde angeblich. Nee, okay. Du meinst die normalen Pocken. Irgendwelche Pocken wurden komplett, ja. Weil man grundsätzlich irgendwas verstanden. Ja, okay. Aber ich meine, das ist der Ansatz, wenn man versucht, okay, was ist hier der grundsätzliche Mechanismus, was läuft hier ab? Und anstatt, dass man jedes Mal, wenn auf einmal der Leidensdruck ein bisschen nachlässt, wieder in alte Muster verfällt und der Zyklus wieder von vorne anfangen lässt. Wie definierst du denn den Parasiten und den Wirt? Ich nehme mal an, jetzt nur mal meine Annahme wäre, dass du das so sagst, die Leute, die schaffen, das sind die Wirte. Und die Leute, die sich mitziehen lassen, sozusagen, das sind die Parasiten. Das ist, ich will da kein Urteil über irgendwen individuell fällen, aber das ist halt der alte Spruch, ne? Der Sozialismus funktioniert halt so lange, wie das Geld der anderen Leute noch da ist. Und wenn es ausgeht, dann funktioniert es halt nicht mehr. In den Spruch mit Oasis, dass ihnen die Ideen anderer Leute ausgegangen sind. Aber man könnte es ja auch andersrum sehen. Man könnte auch sagen, der Wirt ist eigentlich der Großteil der Leute, der die Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Und wir sehen jetzt gerade das Ding, dass der Parasit, nämlich Finanzmärkte und das 1%, dass die gerade dabei sind, den Wirt zu töten. Das ist das ist halt so wieder eine oberflächliche Analyse, denke ich. Also das grundsätzliche Problem ist, denke ich, mein Nachbar, der halt nicht verstanden hat, okay, Herr Nigel hat ja vorhin dieses Beispiel gebracht, dass man irgendwie sagt, man kommt, tu nicht was einem anderen, was du nicht willst, dass man dir tue, oder umgekehrt halt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau, und dann aber die große Ausnahme für sich schafft, ja, aber wenn du es mit dem Staat machst, ja, wenn du die Waffe durch den Staat auf andere richtest, dann ist es in Ordnung. Ja, also wenn du das ist so das grundsätzliche Problem, und ja klar, dass da Leute in den Finanzmärkten sich da gerne irgendwelche Sonderstellungen zusichern, und würde ich auch vollkommen zustimmen. An dem Wirt bedienen, das ist halt, ja, okay, mag zutreffend sein, aber es ist keine grundsätzliche Analyse, und es ist, ich nehme mich da übrigens nicht aus, also dass der Leidensdruck für mich auch Anstoß war, um sich mit grundsätzlichen Fragen zu stellen, also das war ja 2008 die Finanzkrise bei mir. Also ich nehme mich da nicht aus, dass das da irgendeinen Impuls geben muss, aber ich hoffe für mehr Leute, dass sie durch gut Zureden eben den Impuls finden, sich mit grundsätzlichen Ideen zu beschäftigen, anstatt dass es jetzt halt wieder eine weitere Finanzkrise und Inflation, und dass sie im Winter frieren, dass auf einmal solche grundsätzliche Sachen in Frage gestellt werden, wie dass Männer und Frauen zwei unterschiedliche Sachen sind, dass es halt so weit kommen muss, bevor die Leute sich irgendwie fragen, was läuft denn hier eigentlich ab? Wobei ich da in meinem Fall nochmal ergänzen will, die Weltraumaffen-Zuschauer unter den Zuhörern wissen das, ich habe nicht umsonst den Spitznamen der Marx-Affe, also bei mir war das gar nicht so sehr, dass ich mit Gamergate angefangen habe, mir über die gesellschaftlichen und politischen Themen Gedanken zu machen. Das ist eigentlich schon sehr früh passiert. In meinen Teenagerjahren, nur war ich halt bis zu dem Zeitpunkt ein strammer Linker. Ne? Und zwar Oldschool-Links. Also nicht Woke, sondern jemand, der gesagt hat, was ich eben auch gesagt habe, wir haben hier das Problem, dass halt Finanzmärkte und Konzernkonglomerate und Indizes viel zu viel Macht über die Menschen haben. Das denke ich in gewisser Weise auch heute noch. Nur sehe ich halt auf die gesamte gesellschaftspolitische Auswirkung von links und rechts anders. Soweit hat sich mein Standpunkt gar nicht bewegt. Nur um mich rum ist das ganze Karussell gefahren. Und ich habe einige der woken Sachen von vornherein abgelehnt, wie das viele Linke getan. Also es gibt ja unter den, gerade den Leuten jetzt zum Beispiel, unter den, die zum Beispiel die Weltraumaffen hören oder die seit 2015 mit der Einwanderung unzufrieden sind oder so, gibt es ja viele frustrierte Linke, die sagen, wofür habe ich mich denn
all die Zeit hier hingestellt und habe gesagt, es muss gerechter werden, wenn wir jetzt anfangen, halt eine ungerechte Herrschaft nach anderen Kriterien einzuführen. Also es ist bei mir nicht das Erweckungserlebnis für Politik gewesen, es war eher so der Punkt, wo ich gesehen habe, meine politische Richtung stirbt gerade, die wird von einem Vampir ausgesaugt und dann wird die Haut getragen. Ja, das ist halt, also grundsätzlicher linker Impuls, der fehlgeleitet ist, ist diese falsche Attribution. Und zwar bedingt aus der Natur. Also es gibt Sachen in der Natur, Knappheit, die sind grundsätzlich da und eine Konsequenz davon ist, dass nicht jeder alles haben kann, was er gerne möchte. Also dass die Bedürfnisse der Menschen sind prinzipiell unendlich, ja, und die werden auch versucht, man versucht die auch zu befriedigen, soweit, bis es halt dann irgendwann Gegendruck gibt. Und die falsche Attribution, die bei Linken schon immer da war, ist zu sagen, okay, derjenige, der die Botschaft über die Knappheit vermittelt, also der Verkäufer, wenn er im Markt unterwegs ist, oder der Kapitalist, dass dieser jene auch schuld dran ist, dass man nicht das bekommt, was man gerne möchte. Ja, auf der anderen Seite sagen sie ja auch, dass sie Knappheit wollen, dass Knappheit den Planeten rettet und so weiter und so fort und unsere Seele verbessert oder was weiß ich nicht, was alles. Also es gibt in diesem Bereich ja auch eine ganz große Breite von Leuten, die vielleicht selber das dann auch doppelmoralmäßig überhaupt nicht leben, weil klar, die menschlichen Bedürfnisse, die sind dann wieder andere als die Utopie, die man gerne erschaffen will, aber dieses Ding von wegen, dass es allen Leuten besser geht, wenn die wieder Salat essen und mehr nur das nehmen, was sie in Anführungsstrichen brauchen, was dann auch irgendwie so ein trainierter Ideologe da irgendwie weiß, was andere Menschen brauchen. Das ist ja auch ein großes Ding. Es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt irgendwie sagen, es darf keine Knappheit geben. Die sagen das ja im Regelfall gar nicht. Und die sagen ja im Regelfall, soll das geben. Und wir haben keinen Planeten B und alles ist Nullsummenspiel. Und ja, man kann eigentlich nur Sachen umverteilen. Es gibt quasi überhaupt nichts, was geschaffen wird. Es wird nur vom einen geklaut und dem anderen gegeben und so. Na, das sind ja Prinzipien, die halt eben auch haben. Und auch ja, ich glaube, auch die Sache mit dem, andere Leute so behandeln, wie man selber behandelt werden will und andere so lieben, wie man sich selber liebt. Ich habe bei diesen ganz vielen von diesen Leuten auch das Gefühl, die hassen sich eigentlich. Deren Empfinden vom Ganzen ist halt so ein, oder ist halt ein, also häufig liegen ja auch dieser Narzissmus und aber ein eigenes Minderwertigkeitsgefühl tatsächlich sehr nah beieinander, auch wenn man jetzt denken würde, sich selbst für den Allergeizten zu halten und sich selbst für das Allerletzte zu halten, sind ja eigentlich widersprüchliche Impulse. Aber ich glaube, das sehen wir immer wieder, dass es bei vielen Leuten da eine Heirat gibt von diesen beiden Aspekten. Und ja, wie die Leute halt mit sich selber umgehen, ist meistens ganz furchtbar und stellen sich dann aber trotzdem hin und denken irgendwie, sie könnten die alles regeln eigentlich, das Leben aller Leute bestimmen, es wäre am besten, wenn die das machen würden, weil sie das richtige Klassenbewusstsein haben oder der richtigen Gruppe angehören oder keine Ahnung, was da irgendwie ihre Ausrede ist. Ja, es ist so ein bisschen mit der Richtung, ja, okay, wenn du nicht mal dein eigenes Leben organisiert kriegst, nicht mal dein eigenes Zimmer aufgeräumt bekommst, wer bist du, es jemandem anderen vorzuschreiben, wie er zu leben hat? So, ne? Ja, der Peterson mit dem Spruch, der hat mich da auch drauf gebracht, auf diese Einsicht eigentlich. Also, als ich das gehört habe zum ersten Mal, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, seit der Peterson groß geworden ist, habe ich mir auch gedacht, ja, alter Schwede, das stimmt total. Das stimmt total. Ja, also das ist bei ganz vielen von diesen Leuten so, dass sie eigentlich diesen Standard gar nicht ansetzen können, dass sie andere Leute so behandeln sollen, wie sie sich selbst behandeln, weil sie sich selber eigentlich auch nicht gut behandeln. Ja. Ja, und das ist ja auch diese Frage dann von den, ich benutze das Wort wieder, der Anreiz. Okay, wie strukturiere ich oder wie nehme ich verschiedene Prozesse, eben Anreizstrukturen wahr, ja? Okay, ich mache mein Bett morgens, ich räume mein Zimmer auf, ich tue das alles, weil das
Das erste ist, dass man sagt, ich habe am Morgen etwas Richtiges gemacht. So, ich stehe auf und ich mache alles ordentlich. Und ab diesem Zeitpunkt werde ich alles andere auch ordentlich machen. Das ist sozusagen diese, ja, was nehme ich mit in meinen Tagesablauf? Wie strukturiere ich auch mein Verhalten generell, mein Denken? Okay, ich gehe an eine Aufgabe heran, dann muss ich sie ja strukturieren. Aber das ist ja so diese persönliche Anreizstruktur, die scheinbar eben ja auch wenn man da den Peterson da verfolgt, was ja vielen Leuten hilft. So, ich meine, in seinem Fall sehr vielen jungen Männern dort eben irgendwie dieses Leben, was denen so ein bisschen durch die Finger rutscht, wieder zu greifen und irgendwie voranzukommen mit, was weiß ich, Karriere, Beziehung, was nicht allem. Und deswegen, da macht der Peterson zum Beispiel einen geilen Impact. Und was ich mich jetzt dann fragen würde, ist, okay, wie würden wir das auf der Ebene hinbekommen, dass eben so jemand wie oder was heißt so jemand, keine spezielle Person, aber dass eben das gesamte Thema dieses Kulturmarxismus, diese ganzen Narzissten, die aber sich selber hassen, anderen Leuten irgendwas vorschreiben wollen oder ob sie wirklich davon überzeugt sind, dass sie das Gute tun, weil das unterstelle ich jetzt mal den meisten immer, ne, dass, ja, ich meine, den meisten Leuten, die politisch irgendwas tun, denen unterstelle ich erstmal, ja, du hast das Richtige im Sinn, ja, okay, du möchtest, dass was Gutes tun, ja, ich erkenne, was du tun möchtest, ja, aber aus meiner Sicht der Dinge würde ich sagen, aber so wie du es tust, wird es nicht funktionieren. So, und dann würde ich sagen, guck mal, dort streiten wir uns auf dem Niveau der Ideen. Ich glaube, man muss halt erstmal muss man quasi die dritten Personen überzeugen, weil vieles von der Macht von den Leuten, das sieht man jetzt auch gerade bei der FDP aktuell, hängt halt davon ab, dass so Leute, die ja das Zünglein an der Waage sind, dass die verstehen, was da halt abgeht, wie diese Leute einzuschätzen sind, wie diese Behauptungen, die aufstellen, halt einzuschätzen sind und so. Und da fehlt es halt an vielen Stellen. Genau, ja. Genau, im Prinzip. Und wenn die jetzt überzeugt werden, dann brauchst du die Leute selber jetzt erstmal nicht überzeugen. Klar, dass ich bin absolut dafür, das auch auf jeden Fall zu versuchen. Aber ich glaube, das Hauptding ist halt wirklich, die Umstehenden sozusagen davon zu überzeugen, dass sie jetzt diesem Crybullying, was da abläuft, oder ja, die Behauptung, die Leute aufstellen mit ihrem Opfertum und so, da so ein bisschen Zweifel zu sehen, dass die Leute einfach ein bisschen mehr besser aufpassen und vielleicht im Zweifel zwei dann doch eher sagen, wir richten uns jetzt nicht aus nach den Leuten, die am lautesten weinen, sondern wir richten uns jetzt mal aus an ja dem, was wir überhaupt tun können, und schrauben mal unsere Ansprüche so ein bisschen zurück und drehen mal die kleineren Räder und gucken mal, was passiert, und drehen die wieder zurück, wenn wir sehen, das geht irgendwie nicht gut, und errichten nicht sofort irgendwie die große, tolerante Utopie oder so. Ja, wobei, da glaube ich, wäre das Problem, also ich habe dich jetzt richtig verstanden, du versuchst sozusagen, die Leute zu überzeugen, anders zu agieren, die bereits in der Politik sind, also im Prinzip aktive, was weiß ich, Lokalpolitiker oder habe ich dich da missverstanden? Ja, auch die, aber ganz generell, also es können auch die Arbeitskollegen sein oder was weiß ich, ne? Also alle möglichen Leute halt, die jetzt nicht die Leute selber sind, erstmal das wäre, glaube ich, den größeren Impact hat man, glaube ich, da, wenn man die Leute, die im Endeffekt das Zünglein an der Waage sind bei vielen solchen Dingen. Und das fängt ja auch halt beim normalen Wählen halt an, ne? Also zum Beispiel bei mir hier in Niedersachsen ist ja dieses Jahr noch eine Landtagswahl. Und da hängen jetzt hier diese Plakate rum. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht bei Twitter schon irgendwie gesehen habt oder so, von diesem grünen Spitzenkandidaten. Und da steht irgendwas drauf von wegen Atom, CO2 machen wir jetzt alles irgendwie aus oder so. Ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, irgend so eine flippige Formulierung. Und so ein Bild, wo er sich die Ärmel hochkrempelt, so nach dem Motto, ich kümmere mich drum.
Und ich bin jetzt halt dabei, halt allen Leuten zu erzählen, so, ja, hier guckt euch mal unseren Energiemix an. Da gibt es ja halt die Webseiten, wo man das sehen kann, wo die Sachen herkommen. Na, wo wir unsere Energie draus beziehen über die Tage. Und das ist einfach die reine Verarsche, so irgendwie zu meinen, ja, auch das, wir machen jetzt einfach erneuerbar hier, so, das probieren wir zwar schon seit 20, 30 Jahren, aber jetzt, jetzt machen wir das mal eben bis zum Winter oder keine Ahnung, dass das dann irgendwie einen Unterschied macht, ne? Und das sage ich einfach nur. Ich sage nicht irgendwie so, das sind die Kulturmarxisten und sie wollen unsere Kinder fressen und oder so, ne? Da wollen sie nicht? Da belasse ich es dann einfach bei, ne? Und ich weiß auch nicht, was die Leute dann davon nehmen oder so, aber es sind halt eben Dinge, die man halt eben zeigen kann relativ schnell und wo ich dann halt schon glaube, dass so Leute dann auch mal denken, ach, das ist gar nicht so einfach, okay. Na, und kommt dir nicht so ein bisschen vor, wenn du diese Sachen versuchst zu erzählen, an denen das so ein bisschen wie DDR-Plan muss eigentlich so aussehen und das ist, was die da oben halt jetzt planen, das ist halt völlig unrealisierbar oder dergleichen. Also ist da nicht der Ansatz, warum ist da nicht der Ansatz zu sagen, hier ist da vielleicht so ein grundsätzliches Problem vielleicht, dass man sagt, diese Aufgabe ist überhaupt an Politiker übertragen. Also, dass man sagt, okay, ich möchte vielleicht nicht, dass, ob ich im Winter friere oder nicht, davon abhängt, dass es kompetente und gutmeinende Politiker gibt. Also, ja, ich befürchte aber, diese Wahl in Niedersachsen wird erstmal stattfinden. Vielleicht ist es die letzte. Mal gucken. Ja, nee, also ich kurzfristig mehr. Ich bin mir sicher, weil das wäre auf jeden Fall witzig. Also wenn die Grünen wirklich an der Regierung beteiligt sind mit diesen beschissenen Plakaten und diesem grinsenden Fridolin da drauf und dann fällt uns wirklich im Winter der Strom aus, also dann glaube ich, das wird die kürzeste Landesregierung aller Zeiten, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das dann schaffen, sich da zu halten. Wäre dann wirklich so schnell, also ich glaube, so schnell verschwindet die Erinnerung der Leute dann doch nicht daran, dass man erst noch denen irgendwas erzählt hat von wegen, ja, die Energie ist doch sicher und wir brauchen das doch nicht, wir müssen jetzt nicht irgendwie Atomkraftwerke weiterlaufen lassen oder irgendwelches Gas irgendwo in Deutschland fördern oder so, das brauchen wir doch alles gar nicht. Aber das ist jetzt auf jeden Fall Thema, diese Gasgeschichten, die vorkommen da in der Nordsee und so, das ist jetzt im Landtagswahlkampf hier bei mir in Niedersachsen, ist das alles drauf, ne? Und wird auch interessant, wenn sich hier auch so eine dämliche Ampel dann ergibt, was dann die FDP da macht, weil, soweit ich das verstanden habe, will die FDP ja das Gas fördern in der Nordsee. Und die Grünen werden das mit Sicherheit nicht tun. Und da bin ich mal gespannt, ob man dann da wieder irgendwelche linken NGOs fördert als Kuhhandel oder irgend so ein Scheiß. Aber vom Manuel gerne noch wissen würde, wer wäre denn die Instanz, die dann für eine Stromversorgung sorgt außerhalb von dem staatlichen System? Na, es werden Strombetreiber, also es gibt Leute, die produzieren Strom. Und es gibt dann Leute, fällt das mal aus irgendeinem Grund und dann haben die Leute keinen Strom. Und über welche Möglichkeit haben die dann, können die dann irgendeinen Regress oder irgendwie sowas? Weil wenn meine Tiefkühltruhe dann ausfällt und meine 200 Kilo argentinisches Rindfleisch irgendwie verderben, wen spreche ich dann an? Auch die Stromfirma. Und wer sorgt dafür, dass die Stromfirma überhaupt auf meinen Brief reagiert? Die Mafia. Was ja der Staat ist, aber sei da mal hingestellt. Also es kommt darauf an, welche Vertragsverhältnisse du hast. Also möglicherweise hast du eine Versicherung bei solchen Sachen. Wer bestimmt denn, welche Vertragsverhältnisse sittenwidrig sind oder nicht? Also grundsätzlich hast du in deiner Frage ist eine Prämisse drin, nämlich dass du dich in dem Wort das Wort wer dass du injizierst in diese Frage bereits deine Konklusion. Ja, also wer sagt, welche Bedeutung welches Wort hat? Wer ist das? Ja, aber wir müssen uns ja irgendwie einigen. Anders genau. Können wir nicht zusammenleben. Sonst haben wir Turmbau zu Babel und jeder spricht eine andere Sprache und niemand wird sich verstehen. Das wird darin enden, dass die Leute sich die Schädel einschlagen. Genau, und das ist eine Sache von Verhandlungen. Das machen wir hier auch teilweise auch schon, wo wir sagen, okay, was meinst du mit diesen Worten? Das ist eine Sache von
Verhandlung, wo man sich gegenübertritt und dann sagt man, okay, das meine ich mit diesem Wort. Ja, und das ist dann auch bei der Sittenwidrigkeit dann auch etwas, wo man jeweils, wenn es einen Streit gibt, okay, dann tritt man sich gegenüber und dann, okay, wie wichtig ist dir das? Also, ne, im Anarchismus heißt es nicht, dass es keinen Krieg gibt, aber... Aber was hindert denn den Energiekonzern von den Gewinnen, die er an mir gemacht hat, zwei Schläger zu bezahlen, die bei mir zu Hause vorbeikommen, mich einfach zusammenschlagen und sagen, wenn du noch einmal meckerst wegen deinem Strom, kommen wir wieder? Na, grundsätzlich nichts. Das finde ich nicht so eine angenehme Situation für den Kunden. Und was machst du deswegen? Ich schließe mich mit anderen Kunden zusammen, bis wir irgendeine Struktur haben, die dann gegen die vorgehen kann, was am Ende aber wieder in einer Art Staat enden wird. Weil da wird jemand für sprechen müssen, für dieses Bündnis und so weiter und so fort. Also die Staatsbildung ist ja auch nichts, was jetzt deinem evolutionsbiologischen Ansatz entgegenläuft, weil wir sehen das ja durchaus bei Tieren, dass sie sich in Rudeln, in Herden, in Ameisenstaaten und Bienenstaaten, in allen möglichen organisieren und dass es dort auch Führungsstrukturen gibt. Der grundsätzliche Fehler ist, also das ist auch zumindest die Definition und die ist auch nicht so strittig in dem sozialwissenschaftlich bezüglich Staat, ist der Gewaltmonopolist mit letztendlicher Entscheidungsgewalt über Konflikte, inklusive Konflikte, bei denen er selber Partei ist. Und das ist halt so ein Konstrukt, wo ich mir nicht darüber im Klaren bin, dass du, wenn du dich mit deinen anderen Kunden zusammenschließt, dass du dich freiwillig an so ein Konstrukt teilnehmen würdest. Also wenn du da den Vertrag vorgelegt bekommst und da steht in dem Vertrag drin, dass einseitig die andere Partei entscheiden darf, wie welche Klausel auszulegen ist und du kein jedenfalls du dich damit abfinden musst, wie der entscheidet. Ich weiß nicht, ob du dich da wirklich so entscheidest. Das ist ein historisch entstandenes Ding aus mafiosischen, bandenmäßigen Strukturen und ich glaube nicht, dass das so funktionieren würde. Ja, aber auch unabhängig, ich weiß ja nicht, wollen wir wirklich eine Debatte darüber führen, ob welche Form und wie das alles passiert, weil ich glaube, da können wir uns wirklich stundenlang, also wirklich, dann sitzen wir hier morgen früh noch unterhalten. Naja, aber ich sag mal so, bei diesen anderen Diskussionen war das auch so, das ist der GZSZ-Zyklus, ja, also wenn in der Demokratie verkauft wird, das Pyramidensystem, dann ist es halt, ja, es funktioniert doch. Schau doch hier, 10 Jahre lang habe ich hier ausgezahlt bekommen. Ach so, das kam von dem? Ja, was ist das Problem, dass es von dem kommt? Ja, also man kann sich ja vorhinein ausmalen, wie das Pyramidensystem ausgeht. Das ist ja eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen kann, was da die Struktur ist. Durchaus. Ich meine, das ist genau wie bei den Schulen. Wir können uns bei den Schulen auch darüber streiten. Ist es einfach ein Problem mit dem Lehrplan? Ist es die Ausbildung der Lehrer? Ist es der Umgang mit den Lehrern, dass die Lehrer den Schülern nicht mehr den Hintern versohlen dürfen, wenn sie irgendwie nicht schnell genug aufstehen, wenn der Lehrer den Raum betritt oder sowas? Das, klar kann man sich darüber streiten, aber ich würde mich fragen, okay, unabhängig davon, wie jetzt das System, das wir gerade haben, funktioniert, unabhängig davon, wie doof die Anreizstrukturen sind, würde ich sagen, okay, fangen wir lokal an. Da würde ich vielleicht ist es etwas, genau, greife genau, ich also auf, was Chris sagte, so dieses, okay, ich kann ja auch nicht alles durchplanen, ne? Ich kann sozusagen, ich fange da an, was ich machen kann, ne? Und dann denke ich mir so, okay, jetzt für jeden Normalo, okay, ich habe ein Problem, ja, anstehende Landtagswahlen und dies und das, okay, ja, ich beobachte das große Ganze, was ist dann mit Nord Stream oder und wie macht man dann das? Okay, was kann ich tun? Unabhängig von, okay, klar, ich kann jetzt eine Partei wählen und das Vertrauen haben, dass die Leute, die ich dann da wähle, dass die sich für mich repräsentativ dann eben immer die Ebenen weiter hoch einsetzen werden. Aber was kann ich jetzt tun, um andere zu überzeugen? Also, was ist mein Ansatzpunkt? Weil das ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, dass unabhängig davon, also diese ganzen großen Themen sind für viele Leute ja auch wenig greifbar und manchmal kommt man da gar nicht so schnell zu einer Lösung, weil es eben Unterhaltungen sind, die man nicht innerhalb von einem Bierchen oder was klären kann, sondern da muss man sich hinsetzen und wirklich dann ein paar Wochen lang miteinander ein Bierchen trinken jeden Tag und hat dann vielleicht irgendwann eine gemeinsame Ebene erreicht, auf der man dann vernünftig diese Gespräche führen kann. Aber ich habe mir gedacht, okay,
wir sehen ja, wie die politische Opposition, nenne ich sie jetzt mal, und schauen wir uns jetzt mal an, also was weiß ich, ich sag mal, die Grünen, ja, ich glaube, hier ist allgemeiner Konsens da, dass bei der Partei einiges im Argen ist und man eigentlich keine Lust hat, dass die über einen regieren. Und deswegen denke ich mir, okay, was sind deren Punkte? Wie kann man deren Argumentationslinien den Wind aus den Segeln nehmen, um zu sagen, guck mal, dieser Aspekt dort, dieses, oh, wir wollen nur den Armen helfen, ja, hier, guck mal, uns geht's schlecht, helft uns und sowas. Wie kann ich das widerlegen? Was sind Ansatzpunkte dafür? Und ja, deswegen ja, ist die Frage Zweifel in die Runde. Sehen. Man kann was glaubt ihr? Man kann nur ein bisschen Zweifel sehen, weil unter Umständen kann das ja auch sein, dass die Menschen wirklich leiden. Ja, das ist ja gerade die Sache. Das kann natürlich alles sein, aber dann muss man halt auch noch gucken, kann man da irgendwie was für sich tun, für die tun, oder müssen sie sich das nicht vielleicht, können die das nicht vielleicht auch nur selber, also jetzt zum Beispiel mit dem Beispiel mit dem Übergewichtigen oder so. Ne? Also, ja, es gibt halt nicht alle Sachen, wo man überhaupt als Außenstehender wirklich was machen kann. Und ja, einfach nur den Leuten bewusst zu machen, dass halt nur, weil man irgendwie sagen kann, ich stelle mich jetzt hier irgendwie hin und zeige auf die Leute, denen es schlecht geht, da fehlt halt immer noch der Lösungsansatz. Den darf man halt nicht auslassen. Und das wird halt ständig ausgelassen. Das wird immer so getan in der Politik mittlerweile. Und jedes Thema wird immer auf die Moralebene gehoben. Ne? Es ist nicht einfach nur eine Frage von, haben wir das vielleicht gemacht, weil das irgendwie Sinn ergeben hat und wir dann halt entschieden haben, zum Beispiel mit diesem Blutspendeverbot, ne, das hab ich da auch mal auf dem Zettel, da wird halt immer drüber geredet, als ob der Ursprung von dem Blutspendeverbot für Homosexuelle halt wäre, dass man Homosexuelle hasst und sie gerne diskriminieren möchte, weil das so schlimme Menschen sind und deswegen dürfen die nicht mehr Blut spenden, weil man so viele Vorurteile hat und bla 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 bla. Und es wird halt komplett außer Acht gelassen, dass das ja einfach eine Abwägung war, zu sagen, hier ist ein erhöhtes Risiko und man hat dann halt entschieden, dass man gerne dieses Risiko vermindern möchte und deswegen hat man sich das so überlegt. Und jetzt kann man ja beigehen und sagen, das finden wir philosophisch falsch. Also erstmal kann man natürlich beigehen und sagen, es ist faktisch falsch, aber das sehe ich halt nicht, dass das faktisch falsch ist, mittlerweile nicht mehr nötig oder so. Kann sein, vielleicht bin ich da auch einfach nur nicht auf dem Höhe der Zeit. Aber das wird nicht getan. Es wird nicht gesagt irgendwie, wir haben uns überlegt, wir finden das philosophisch nicht richtig. Die Leute, uns reicht das aus, wenn die Leute selber wissen, wie ihr Lebensstil ist und ob sie da wirklich ein erhöhtes Risiko haben. Das wäre ja vollkommen in Ordnung. Nein, es wird halt nur das gesagt, was ich gerade schon meinte, dass das halt eben schlimme Diskriminierung ist, absolut unhaltbar und absolut unmöglich und niemand will das so haben quasi, es ist einfach nur von schlechten Menschen aus ihren schlechten Motiven heraus ist das so gekommen und ein unhaltbarer Zustand, den wir dringend beheben müssen, wählen Sie meine Partei, weil das ist die einzige Partei, die wirklich den Willen hat, dieses Unrecht zu beheben. So, das ist Politik im Moment, ne? Wirklich bei jedem Thema. Ne, es ist kein Abwägen, es ist kein, okay, an diesem Punkt, da könnte man das so oder so machen und wir haben uns einfach mal entschieden, wir machen jetzt so, mal gucken, was dabei rauskommt und wenn es nicht gut ist, dann ändern wir es nochmal. Das wäre halt irgendwie so ein normaler Ablauf. Nein, wir haben das halt für uns als Erfolgsstrategie irgendwie evolutionär so herausgearbeitet, dass das Beste ist, wenn wir den Leuten immer sagen, die Welt geht unter und wir sind die Einzigen, die irgendwie den Willen haben. Und den Willen braucht man auch noch haben. Also ich habe mir ganz viele von diesen, schon vor Jahren, von diesen Reden von den Grünen angehört, diesen Aufstellungsreden und so, wo die halt zu ihren eigenen Leuten reden, sich bewerben um Posten. Und da habe ich jetzt auch wieder ein Video, was wir uns am Morgen anschauen werden bei den Weltraumaffen. Ein ganz kurzes Video von der Spitzenkandidatin hier bei mir in Niedersachsen. Und das ist immer dieses Ding von wegen, wir müssen einfach entscheiden. So, das ist, die haben immer so eine Variante von, ja, dies und jenes und wir müssen jetzt mal entscheiden. Und wir dürfen jetzt nicht länger und wir müssen gestalten. Ne? Das ist so
so dieser Jargon, der da geführt wird. Und ich weiß nicht, ob die Leute das selber wissen oder immer nur kopieren von denen, der vorher da war, aber das hat sich, glaube ich, auch bei denen evolutionär so reingebrannt, dass das die Möglichkeit bei denen ist, aufgestellt zu werden innerhalb von ihrer Peer Group. Na, und ja, das muss man den Leuten halt auch klar machen, dass halt nur, weil sich jemand hinstellt und sagt, wir müssen jetzt einfach mal entscheiden, das nicht bedeutet, dass das so ist. Ne? Also ganz viele von Sachen kann man nicht einfach entscheiden. Das kann man schon gar nicht für andere Menschen entscheiden. Und da stehen auch noch andere Interessen dahinter, die man bedenken muss. Und ja, Sachzwänge. Das finde ich auch immer so lustig, wenn es immer so heißt, so ja, aber es kann doch nicht sein, dass jemand, der irgendwie Kinder hat, sich nicht in der Politik engagieren kann, ist ja auch so ein Spruch, den man immer wieder hört. Ja. Und wo ich dann auch so sage, ja, sorry, ein Tag hat 24 Stunden. Und alles Wollen dieser Welt wird nicht dazu führen, dass wir mehr Zeit haben, als wir haben. Und diese Zeit müssen wir uns halt irgendwie aufteilen. Und wir können halt nicht unsere Kinder großziehen, lauter schlaue Bücher lesen und uns dann noch politisch engagieren. Und noch einer geregelten Arbeit in Vollzeit nachgehen. Am besten noch auf einem Top-Job, wo man eigentlich 70, 80 Stunden die Woche irgendwie schieben muss. Und das alles. Ne, man kann halt nicht alles haben. Da muss man sich halt für Dinge entscheiden. Und da entscheiden sich die Leute halt für unterschiedliche Dinge. Und da sind die Ausprägungen dann halt ein bisschen anders, aber halt auch trotzdem bei den einzelnen Individuen dann wieder. Ne, also es gibt ja auch nicht viele Männer, die sich das geben wollen können und so. Und ich habe da zum Beispiel auch mit einem bei der letzten Kommunalwahl darüber gesprochen, der ein kommunales Mandat hat. Und ich sage so, ja, ich würde mich da halt einfach nicht bewerben, weil ich arbeite halt Vollzeit. Und dann habe ich noch ein paar Hobbys und so, Dinge, die mich interessieren. Und ich habe da keine Zeit für. Ja, das mit der Arbeit ist doch überhaupt gar kein Problem. Ich mir denke, ja, du bist ja auch selbstständig. Na, also wenn du das dann abends nacharbeitest oder keine Ahnung, dann so legst, dann Termine, dass das mit deinen Sitzungen und allem passt. Ich kann nicht tagsüber in irgendwelchen im Stadtrat rumsitzen. Das kann ich nicht. Ne, da sagt mein Arbeitgeber, ja, das ist schön, dass du dich engagierst, aber ne, entweder Bitte zu einer anderen Uhrzeit. musst du deine Stunden reduzieren oder weiß ich nicht was. Ne? Also es geht halt nicht so. Und wenn man sich Leute anguckt, die da halt sind, das sind halt Rentner, Selbstständige, Studenten. Ne, das sind die Leute, die das können. Das sind keine Angestellten. Ja, oder doch, das sind Angestellte, aber es sind Angestellte beim Staat natürlich. Ne? Also die können das natürlich auch. Aber, und das ist den Leuten dann häufig auch wirklich so einfache Dinge. Das ist denen überhaupt gar nicht bewusst. Die leben halt so in ihrer Welt und können sich das gar nicht vorstellen, dass andere Menschen halt andere Zwänge haben, die ihnen halt Dinge halt verunmöglichen. Und klar, die können sich natürlich dann auch entscheiden, sich einen anderen Job suchen oder so. Das, so darf man natürlich auch wieder nicht denken, dass man halt denkt, es ist generell halt nicht möglich, irgendwas zu ändern. Klar, man muss halt wieder Abwägung treffen. Ne? Es ist halt nicht alles gleichzeitig möglich. Und es wird aber alles immer so verkürzt zu, ja, dies und das ist so und so. Das kann ja nur so sein wegen der Diskriminierung. Also das Bild, was ich da mal bemühe, ist, es ist so ein bisschen so, wenn man sich jetzt ein Foto anguckt von dem Zieleinlauf, von einem Sprint irgendwie, und dann so sagt, ja, die Leute sind ja zu unterschiedlichen Zeiten jetzt ja eingetroffen im Ziel und die Erklärung dafür kann nur sein, dass die quasi nicht gleichzeitig gestartet sind oder dass sie irgendwie festgehalten wurden. Der eine wurde bestimmt festgehalten oder so. Na, und so werden politische Debatten geführt, in diesem Rahmen wirklich ganz viel. Dass man halt immer sagt, so, ja, aber hier habe ich doch jetzt diesen Unterschied und dieses und jenes geht so und so nicht und der macht das und das nicht und es kann doch nur sein, dass das daran liegt, dass die anderen halt so gemein zu dem sind oder. Und das kann ja sein, es kann ja wirklich sein, es kann ja auch sein, dass der eine festgehalten wurde und deswegen nicht rechtzeitig angekommen ist. Das liegt ja im Bereich des Möglichen. Ne? So ist es ja schon. Aber man muss da einfach mal ein paar Gänge runterschalten und dann halt eben in den einzelnen Fällen dann wirklich gucken, was in den einzelnen Fällen halt ist. Und früher nannte man das mal Rechtsstaatlichkeit und Prozesse und so und hat solche Dinge halt getan. Ach, Und Prinzipien, heutzutage ist es interessant. halt alles immer nur noch auf diesem, ja, es wird alles auf diese Ebene gehoben von wegen, ich habe ja jetzt irgendwie hier in meinem aktivistischen Medium gelesen, die Ungerechtigkeit und mein oberflächliche Denke ist, ja, ist doch voll unfair.
Und die Leute lassen sich halt leichter überzeugen mit so einer emotionalen Sache, dass man dann halt sagt, ja, hier, ne, die Ungerechtigkeit und so. Und das, so fährt man dann halt immer. Ne? Das ist so Politik auf Speed halt immer, das Totale. Und wir sind natürlich diejenigen, die dieses Unrecht jetzt, die endlich den Willen haben, dieses Unrecht zu beheben. Und ja, man will es gar nicht, man will den Leuten am Wahlkampfstand halt nicht erzählen, dass das halt so war, dass diese HIV-Geschichte bei den Homosexuellen halt mehr häufiger vorgekommen ist, um einiges. Und man deswegen da ein Risiko einfach reduzieren wollte. Und dann gesagt hat, wir meinen jetzt, dass wir das so tun und dass das dann einen guten Effekt hat. Und wir sind jetzt halt nicht mehr der Meinung, das will man halt nicht tun, ne? Weil dann würden ja auch die Leute, und das war ja gerade zur Corona-Zeit ganz interessant, dass man ja parallel quasi gesagt hat, nee, wir können uns das nicht erlauben, hier irgendwie, dass sich zu viele Leute treffen oder so, weil das könnte ja dazu führen, dass halt Leute ein schlechten Outcome davon haben, bis zum Tod halt oder so. Aber auf der anderen Seite man dann halt sagt, ja, hier und jene, dieses gesundheitliche Risiko, ja, das können wir doch mal in Kauf nehmen oder das sollten wir doch mal eher in Kauf nehmen. Das andere, so die Diskriminierung ist ja auch irgendwie hart. Na, es wundert mich, dass da nicht mehr Leute gesehen haben, wo die Parallelen da sind. Ne? Also mir ist das ja sofort aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, ja, aber hier macht ihr doch diese gleiche Abwägung. Und hier ist die Abwägung dann plötzlich so, dass es nicht hinnehmbar ist und dass man die Leute diskriminieren und triezen kann, so viel man will. Und auf der anderen Seite denkt ihr dann aber wieder, dass die Diskriminierung nicht hinnehmbar ist und dass man die Leute auf gar keinen Fall irgendwie bevormunden darf und die das ja schon selber am besten wissen. Also da geht ja nur eins, ne? Also entweder ja, das eine oder das andere. Aber genau das ist es doch. Genau das, da denke ich mir ja auch, also stimme ich dir komplett zu, eben in dieser gesamten ich nenne es Symptomatik, ja. Aber da denke ich mir so, genau das muss man doch aufzeigen. Also das, was ich, also meiner Erfahrung nach, ob es jetzt mein eigener Politisierungswerdegang oder der von vielen anderen Leuten ist, die ich kenne, das sind genau diese Aspekte, dass ich mir denke, guck mal hier, ob es jetzt das ist, was ihr zum Beispiel als Weltraumaffen macht, ja, genau eben sowas aufzeigen oder ob es viele andere sind, ja, jeder kommt irgendwann eben, stolpert mal irgendwie darüber, weil ihn irgendwer darauf gebracht hat zu sagen, ey, guck mal, das passt aber irgendwie nicht. Und bei vielen ist das so, die denken sich dann, ja, okay, das stimmt irgendwie, das ist wie so ein, was weiß ich, das bleibt bei denen hängen irgendwie, weil sie denken, ja, bisher ist alles kohärent, aber dann macht man sie auf irgendwelche Unstimmigkeiten aufmerksam und dann fängt jeder, also bei jedem Unterschied natürlich, aber so eine Art Lawine fängt an gerät ins Rollen, weil die sich denken so, aber wenn das nicht stimmt, dann kann ja das da hinten auch nicht stimmen. Sozusagen so eine Kausalkette, die dann einmal umfällt, wie so ein Dominostein, der den nächsten Dominostein wegräumt, wenn die Leute halt selber dann anfangen dort zu recherchieren, ohne direkt zu sagen, nein, okay, du erzählst einfach Schwachsinn, du Schwurbler oder so, ja. Red Pilling, würde ich sagen, oder? Genau, das ist der schöne Fachbegriff dafür, der Fachbegriff Red Pilling. Ja? Und ich denke, aber genau da muss man doch ansetzen. Ja, also, das sagt sich halt auch, der Unterschied ist halt wirklich nur im Endeffekt der Kreis der Leute, die es betrifft. Ne? Also bei dem einen Thema ist es halt die geschützte Gruppe der Homosexuellen, die natürlich jetzt mittlerweile dank dem Trans-Thema auch nicht mehr so geschützt ist. Und die bewegen sich ja, und das war ja damals bei Ali Utlu schon so, als Ali Utlu und ich noch in der Piratenpartei waren. Da war es ja auch so, dass er halt bei der Trans-Lobby innerhalb der Piratenpartei richtig heftig angeeckt ist. Und da könnt ihr mal, ich habe das beim Weltraumaffen schon fünfmal oder so vorgestellt, aber googelt mal nach Rücktrittsforderungen an den Querbeauftragten. Da findet ihr, mittlerweile muss man ein bisschen schauen, weil wir jetzt tatsächlich einen von der Bundesregierung eingesetzten Querbeauftragten hatten, aber früher war es nicht so einfach, war es ganz einfach, das zu finden, weil halt der Ali Utlu war mal der sogenannte Querbeauftragte der Piratenpartei und hatte halt mit dieser Translobby da enorme Probleme. Und da ist alles schon mit drin, was jetzt heutzutage halt wirklich in der Mitte der Gesellschaft an Diskussionen geführt wird. Das war damals in dieser kleinen Bubble der Piratenpartei, da ging das Gleiche schon ab. Na, also das ist immer wieder verwunderlich auch für mich, wie so Sachen, oder wie diese Gendersprache, ne?
Das war in der Piratenpartei so ein riesen Zankapfel vor 6, 7 Jahren. Und jetzt plötzlich ist das in der gesamten Gesellschaft so weit, dass jeder CDU-Ortsverband sich da irgendwie vor die Frage gestellt wird, ob er jetzt seine Sachen irgendwie gendern sollte oder so. Na, also, ja, aber das liegt doch auch ganz zentral eben daran, über diese die Hegemonie. Ich schmeiß den Ball jetzt mal ganz am Anfang im Prinzip wieder zurück, an diese übernommenen Machtstrukturen. Ja, die Hegemonie. Also, das ist die Hegemonie. Na, das ist genau. Genau, das, wir haben eben diese Leute, die setzen das dann durch. Wir haben dieses gesamte Gendern, das ja, die kommt von die, oben herab. Und die Argumente, so, die sie halt haben, um den Ball jetzt wieder dahin zu tun, wo er jetzt gerade halt eben war, ist ja halt eben auch nur, die Menschen leiden. Und wir haben den Willen, endlich jetzt dafür zu sorgen, dass die nicht mehr leiden müssen. Ja. Und deswegen gibt uns Macht, damit wir diesen Willen dann durchsetzen können. Ja, und deswegen denke ich mir, okay, pass auf, was jetzt eine mögliche, oder das ist jetzt meine Überlegung, ja, um hier mehr den Liberalismus wieder reinzuschmeißen, am Motto, ja, okay, wenn du genderst, weil du es für richtig hältst, dann mach das, und wenn du es nicht für richtig hältst, dann machst du es halt nicht. Punkt. Ja. So, denke ich, muss man den Leuten irgendwo ein Zeichen geben, dass sie eben nicht, gegebenenfalls halt nicht alleine dastehen. Dass man sagen kann, guck mal hier, wir müssen im Prinzip mehr. Ja, an der Stelle von dem Gendern versuche ich den Leuten eher bewusst zu machen, was halt auch da wieder das Ziel von dem Gendern halt ist, weil da denken sie halt auch, es geht ja nur darum, dass es den Leuten halt besser geht. Und dass da keiner mehr ausgeschlossen wird und so, weil ja die Leute, wenn sie jetzt nicht stattfinden in der Sprache, dann wissen sie ja nicht, dass sie auch bestimmte Berufe ergreifen können. Und weil wir alle unbeschriebene Blätter sind, würden sie ja, wenn das nicht wäre, wenn die Kultur so nicht wäre, würden sie das ja genauso 50-50 wie die Männer dann auch alles wollen und machen und tun. Das ist ja nur die Tatsache, dass unsere Sprache so schlecht ist und so viele Probleme aufweist, dass das halt nicht passiert. Aber man kann ja wirklich den Leuten sagen, dass das halt nicht so ist, weil im Englischen, wo es diese ganzen geschlechterspezifischen Worte so gut wie gar nicht gibt, oder im Türkischen oder so, das sind ja jetzt auch keine gerechteren Gesellschaften, wo irgendwie 50-50 oder irgendwas herrscht. Und es, die Idee dahinter ist halt dieselbe Idee wie hinter dem Neusprech aus dem Roman 1984. Und das muss man den Leuten halt klar machen. Da wird ganz knallharte Politik betrieben. Und ich höre auch immer häufiger so das Wort von wegen, das ist ja nur die Sprache. Na, wo ich denke so, ey, wir haben schon unsere Politik in jeder Äußerung. Ne? Also man kann quasi keinen Satz formulieren, in dem Subjekt, Prädikat und Objekt vorkommen, ohne sich politisch zu positionieren. Ne? Ja, aber das wir ist wir ja, sind auf der Ebene von Pronomen. Ne? Die Pronomen sind irgendwie, müssen irgendwie stimmen. Und ja, dass die Leute, ja, man muss die Leute halt bewusst machen, wie krass das schon ist, ne? Dieses Mikromanagement da in die Köpfe der Leute rein, dass man wirklich schon diese Utopie halt eben hat, dass man wirklich das komplette Denken der Menschen eigentlich mal ebenso umdrehen kann und dass man halt nur wieder das konsequent durchziehen muss. Ne, weil der einzige Grund, warum das ja noch nicht funktioniert, ist ja, weil man das ja noch nicht konsequent durchgezogen hat. Ne, der Wille fehlt ja. Der Wille fehlt und jetzt, wir haben jetzt den Willen endlich und deswegen wählt die Partei X, die den Willen hat. Ne, und das muss man den Leuten, glaube ich, am ehesten klar machen, dass das halt nicht reicht, dass diese Dinge halt nicht geeignet sind. Also ich weiß nicht, ob ihr das von der James Lindsay, der hat mich da drauf gebracht, der hat das ja eine Zeit lang immer ganz, ganz oft gesagt, Communism doesn't know how. Na, das ist, glaube ich, einer von denen, der hat ja so ein paar so starke Sprüche gehabt und das ist wirklich das Ding, wo ich glaube, dass es echt wichtig ist, den Leuten das klarzumachen. Diese ganzen Utopisten, die wissen halt nicht wie. Und das bedeutet halt nicht, dass man nicht irgendwelche Sachen trotzdem machen oder probieren oder versuchen oder irgendwas könnte. Aber was es halt bedeutet ist, dass es halt nicht reicht, denen einfach die Schlüssel vom Auto zu geben und zu sagen, okay, ich sehe ein, dass dieses Auto nur von dir gefahren werden darf. Und na, wir müssen das jetzt konsequent durchziehen, egal in wie viele Bäume und Omas und was weiß ich, was wir jetzt hier irgendwie reinbrettern mit 180 Sachen. Ja.
Ja, das fand ich auch, das finde ich auch immer ganz, ganz, wie du sagst, also wenn ich speziellere Gespräche führe, ja, dann denke ich mir so, gut, das kann ich jetzt schwer den Leuten so auf, so on the go mitteilen, weil das immer so tiefer gehen ist. Okay, ich erkläre den Hintergrund fürs Gendern, ja, da brauche ich ja erstmal eine Minute oder zwei für, um das auszuführen, damit die mich nicht, wenn ich es kurz fasse, direkt links liegen lassen und mir nicht noch einmal zuhören. Und, ja, aber ich glaube, man kann es schon kurz genug fassen. Also das, was ich gerade gesagt habe, hat jetzt auch keine 3 Stunden gedauert. Nein, keine Frage. Aber du redest auch mit Leuten, die da ein bisschen drinstecken. Du versuchst ja gerade, kein zu überzeugen. Ja, ich rede auch mit ganz vielen Leuten, die in nichts drinstecken. Ne? Und das ist ja mittlerweile wirklich schon so weit, dass man halt mit jeder Nachbarin, Familienangehörigen, Arbeitskollegen über dieses Thema redet, weil das ja wirklich so omnipräsent ist. Ne? Ja. Also das geht ja nirgendwo raus. Und bei mir in der Firma, in der ich arbeite, da gab es auch schon Leute, die halt angefangen haben, dann irgendwie KollegInnen irgendwie zu schreiben oder so. Und ja, also das bricht ja ganz, ganz stark Bahn. Und ich würde halt schon sagen, dieses jeder so wie er will, ist natürlich klar, faktisch, ich will jetzt kein Gesetz erlassen, was den Leuten das verbietet, aber ich möchte mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, so, ja, das ist alles komplett harmlos und jeder wie er will, sondern ich möchte halt schon halt herausarbeiten, dass es ziemlich totalitär ist, dass Sinn und Zweck der ganzen Sache auf jeden Fall, damit dieser Zaubertrick funktioniert, ja, ist, dass er halt totalitär durchgezogen wird. Es reicht denen ja nicht, das freiwillig zu machen. Ja. Und das muss man den Leuten einfach klar machen. Und dann braucht man auch kein Gesetz, um den Leuten das zu verbieten. Weil, ne, wenn die Ziele, die sie damit erreichen, wenn man ihnen klar macht, dass diese Ziele halt damit nicht zu erreichen sind, diese Mittel nicht geeignet sind, da wird es immer noch Leute geben, die das dann durchziehen, aber dann haben wir auf jeden Fall nicht diese Hegemonie dahinter. Ja, das war, ja, da gehe ich mit. Was ein Punkt ist, wo ich mir denke, das ist auch so ein Narrativthema, das ganz schnell ganz, ja, im Endeffekt totalitär wird. Also, ob es jetzt meine Erfahrungen sind aus irgendwelchen hier Diversity-Seminaren oder so, ja, Gott behüte, also nehmt dann sowas nicht teil, ihr springt aus dem Fenster unironisch, das also das ist ganz böse. Aber was ich, und das war mir zu dem Zeitpunkt noch neu, ja, ich habe mich auch jahrelang mit dem Thema ein bisschen befasst und hier, also gut, ich war jetzt nie der Bücherwurm, was das Thema angeht, aber was ich interessant fand, war auch das Thema der Genetik. Das ist zum Beispiel ein großes, das wäre jetzt so ein bisschen wieder so ein Ansatz, okay, wo könnte man ansetzen? Dieses gesamte Thema mit diesem gesamten Gleichstellungskram, ja, wir sind doch alle gleich, keine Unterschiede, Antirassismus, all das, das bricht bei denen im Endeffekt immer damit, dass man einfach sagt, naja, aber wir sind doch alle Individuen. Das ist eine ganz, ganz interessante, perfide Sache, da müsste ich jetzt 1-2 Minuten zu ausführen, weil die leiten das meistens dann so ein und kommen aus dem Bereich, okay, ja, wir behandeln ja niemanden anders, nur weil er irgendwie das Geschlecht hat oder die Hautfarbe und all sowas. Ich meine, so klar, nein, ist mir doch scheißegal, weißt du, ich behandle dich nach der Person, die du bist, ja, also charakterlich, ja. Ja, was tust du für dich? Ist jetzt auch böse, neuerdings. Und genau, klar, das ist natürlich das Nächste, du musst natürlich erkennen, okay, wer hat es schwer auf dem Grad, aber grundsätzlich fangen die dich ja erstmal so ein bisschen ein und kommen über diese Ebene. Und dann reden sie darüber und ist ja alles gar nicht unterschiedlich. Und dann wird's eigentlich ganz geil, weil, und ich werde das nicht im Detail machen, weil das ganz übler, wirrer Schwachsinn ist, aber im Endeffekt kommen sie dann da raus, dass sie sagen, ja, aber wie jetzt Gene, wie jetzt dein wie nennt man das nochmal, das Aussehen, also die Genexpression und wann hat das andere den die biologischen Fachbegriffe für die Gensetzung, ich habe jetzt die gerade vergessen, das ist ja unglaublich, aber dass die im Prinzip so ein Disconnect haben zwischen der Expression der Gene, also der Farbe deiner Haut und deiner Haarfarbe und den Genen, die du hast, die das im Prinzip kodieren, dass du diese Haarfarbe hast, und sie müssen diesen Disconnect schaffen. Im deutschen Raum tun sie das dahin, dass sie sagen, das ist Rassenkunde, das ist nationalsozialistisches Gedankengut, und haben damit direkt den Hammer drauf. Und ne, wenn du glaubst, es gibt unterschiedliche Sachen hier, weil das, wenn du glaubst, Hautfarbe oder sowas hängt mit den Genen zusammen, dann ist das Nazi, was halt wirrer Schwachsinn ist. Aber die müssen das tun, damit sie am Ende das Individuum negieren können. Denn wenn du sagst, gut, ja, aber wir haben ja einen Zusammenhang zwischen den Gen und dem Unterschied und wer du
bist vom Aussehen her Körpergröße. Du musst auch sehen, dass gerade halt die, ich nenne sie mal Kulturmarxisten, ja genau das weghaben wollen. Und nicht nur in dem Bereich, sondern auch in dem Bereich Transmenschen etc. Also die Genetik soll in den Hintergrund gedrängt werden zum Vorteil von einer soziologischen Betrachtung des Ganzen. Und das Und im Kern steht eben dieser Gedanke zu sagen, das Individuum ist weg, du brauchst die Gleichheit. So, weil wenn du das Individuum aus dem Weg geräumt hast, dann gibt es ja auch keine Verantwortung mehr. Du hast keine Verantwortung. Nein, wieso? Nein, du bist ja schwarz, du bist ja benachteiligt, ja, deshalb. Oder du bist weiß, du bist deswegen bevorzugt, so und all sowas, ja. Im Prinzip deine Persönlichkeit stellt sich in den Hintergrund zu deiner Gruppe, zu dem Kollektiv, das dir angestrebt wird. Und das ist auch so ein Thema, wo ich mir denke, das ist am Ende alles totalitär, weil dieses Gedankengut läuft ja auch nicht, die sind ja im Einstiegsmodus von, okay, wir wollen ja nicht, dass jemand dass man rassistisch oder sexistisch oder so ist, am Ende zu, du hast diese Hautfarbe, du hast das Geschlecht oder was auch immer, du bist in dieser Kategorie und schmeißt dich da rein. Die Sache ist, man nimmt natürlich wahr, dass man selber sich verändern kann, seine Ansichten verändern kann, Dinge lernen kann und man denkt dann halt irgendwann so, naja, also ich meine im Endeffekt, wenn das geht, wenn die Menschen irgendwas aufnehmen können oder so, dann müssen die ja im Endeffekt alles so, was sie an Ansichten haben oder so, das muss ja dann alles irgendwie veränderbar sein. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, ja, weil diese und jene Sache, wenn das jetzt die Menschen meinen, dann ist das ja nicht gut. Und dann sollte man das doch ändern. Und man kann es ändern, man sollte es ändern. Also sollte man es ändern. Ne, das ist halt viel so diese Sache. Und also glaube ich halt, was dann, ne, und dann auch wieder dieses Ding von wegen, ja, und jetzt brauchen wir einfach nur den Willen, um diese Veränderung einzuleiten. Ne? Und dann wird uns, gibt uns Macht, wir werden das dann tun, endlich mal. Nicht wie diese feigen Leute, die da bisher immer gesagt haben, wir brauchen das gar nicht oder so. Und zu ihrem eigenen Vorteil, diese Biester und Bestien. Ja. Und ja. Da sind wir wieder angekommen bei dem bei dem Ding. Und das wollen wir den Leuten klar machen. Und es wird ja auch mal so viel von Würde geredet. Ne? Also was ich ja, mein Lieblingsding ist ja eigentlich diese Sache von wegen, du sagst zur Würde und die Leute sollen Würde haben und die Würde des Menschen ist unantastbar. Und auf der anderen Seite ist dann aber dieses Opfertum und rumheulen wegen irgendwelchen Nichtigkeiten oder so. Da ist jetzt das Problem der Würde, dass die anderen Leute dann deine Eingeschränktheit nicht ernst genug nehmen oder wie, oder was ist da jetzt die Sache? Also und die haben aber dann so diese Selbstvorstellung, dass sie dann da irgendwie in Schiller an der Rüstung stehen, ihr Schwert hochhalten und sagen, die Würde. Und die Realität ist, dass sie rumheulen und sagen, hier, der und der, der muss ins Gulag, weil der hat mich misgendert oder irgendwie so. Meine Würde. Ne? Und die Leute, die sind ja dann die Bösen, ne? die bei denen ist das dann egal mit der Würde. Ne? Denen muss man, da muss man nicht irgendwie irgendwas respektieren oder so. Und dadurch, dass ja die Leute alle beliebig programmierbar sind zu allem und man das ja nur durchziehen muss, ne, sind das ja quasi Fleischpuppen, aber das ist auch kein Würdeproblem oder so, ne, dieses Menschenbild zu haben. Und das geht, finde ich, auch direkt über dann in so einen Aspekt, eben in dieses Thema, man muss das Richtige tun, ne? Das muss so scheißegal, was dir im Weg steht. Wieder dieses utopistische Denken von wegen, ja, wir wissen ja, wie das geht. Ne, das wird schon, wenn wir das nur richtig tun. Und was ich diesbezüglich ganz, also da bin ich drauf gekommen, als hier die Aufnahme gemacht wurde zu dem Besuch von Andreas Kemper bei Proletopia. Ein 5-Stunden-Video könnt ihr euch mal anschauen.
so viel Freizeit haben. Das kann ich eher nicht tun. Aber die 4-Stunden-Videos produzieren selber. Ne? Ja, das mag sein, aber das ist ja auch nicht von ich bin ja auch nicht Proletopia. Und wer ist Andreas Kemper jetzt nochmal? Moment. Ach nee, das ist dieser, ach ja, das ist dieser, der sich auch immer irgendwie über die Männer aufregt. Dieser Mann, ja. Sehr schlauer Mann. Ja, der Soziologe, der irgendwie Dauerstudent ist oder so. Irgendwie das. Der ist übrigens, ich weiß nicht, ob er jetzt noch da sitzt, aber der ist gerade zu Gast beim Radikalen Demokraten am heutigen Tag. Und, okay, auch jemand, der scheint da auch. Aber mit dem Kemper hat er sich doch bestimmt gut verstanden, oder? Proletopia. Ja, es schien so rüberzukommen, als wäre Proletopia nicht überhaupt in der Lage zu begreifen, was Kemper überhaupt ihm zu sagen hat. Aber das ist so ein Proletopia. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Solche Leute gibt es halt auch, ne, die einfach mal so unglaublich geschwollen reden und so unglaublich schlau sind. Und ja, deswegen halt eben meinen, man könnte halt alles, sie müssten einfach nur die Züge in der Hand haben. Das ist auch nochmal so eine Spezies neben der Opferspezies. Zum Beispiel hier mein bester Freund, der Ombudsmann der FDP. Das ist auch so jemand. Ja, er ist kein übler Typ oder so, aber ja, er redet halt im Endeffekt nur geschwollenen Käse und kritisiert halt die Leute dafür, dass sie irgendwie ihre Meinung sagen, weil das ja noch nicht hinreichend sozialkompatibel ist oder so. Ja, was ich bei dem Interview für mich nur dann irgendwie realisiert hatte, das war mir so, das ist ja jetzt auffällig, war das Framing, und das ist jetzt ein ganz böses Thema, aber es war der Begriff Demokratie. Und ich meine, klar, besonders im Anarcho-Libertarismus und was da schmeißt man das Thema auf den Tisch und dann hat man definitiv eine Debatte am Hals. Und die Sache ist nur, Was ich erschreckend finde, und das wäre auch so ein Thema, wo ich mir denke, da müsste man eigentlich als Liberaler irgendwo mal langsam Gegenwind geben, ist, weil Leute zum Beispiel wie der Kemper, die haben ja so eine eigene Philosophie, dass sie zum Beispiel sagen, ja, ich rede nicht mit Demokratiefeinden. Und das ist eigentlich eine ganz perfide Sache, weil er redet extra nicht mit schlechten Menschen, sondern er redet, also Definition, Anführungszeichen, ist ja auch jedem selbst überlassen, aber dieses Demokratie-Framing, das, ob es in der Politik kommt, ob es von den Aktivisten kommt, wie, was weiß ich, ein Kemper oder die normalen Straßenaktivisten. Es klingt natürlich gut, ja, wir alle kommen aus der Schule, oh Gott, nicht das Thema wieder, aber ja, ne, das wird ja auch in der Schule angemacht. Viele von diesen Kommunisten halt mit Demokratie auch ihre Hegemonie meinen, ne? Die meinen damit natürlich nicht irgendwie, dass jemand AfD wählt oder FDP oder irgendwas. Klar, ja, klar. Natürlich, das muss das Richtige sein. Der Wille der Gesellschaft ist ja dadurch verwirklicht, dass sie halt die ganze Macht haben, unwidersprochen, ne? Also das wäre quasi ja die Diktatur des Proletariats, ist ja auch sozusagen eine Demokratie, weil da haben ja dann die richtigen die Macht natürlich vertreten durch die Experten und so, ne? Ja, aber was ich ganz erschreckend fand, war eben, dass, und das merke ich auch in der Politik, also besonders jetzt Thema der letzten 2 Jahre, die gesamte Corona-Sache, wie häufig dort im Prinzip auf eine demokratische Legitimation hinter einer Entscheidung abgestellt wurde und sich im Zweifel zum Beispiel von Leuten, die sich aber ganz oberflächlich nur die Sachen angucken, weil im Endeffekt, ja, natürlich. Wenn du jetzt ein Parlament ausschaltest und das durch eine Ministerpräsidentenkonferenz ersetzt, dann ist das ja jetzt kein glorreicher Moment in Sachen Demokratie, ne? Also. Ja gut, aber gut, na, wie gut, wir leben jetzt halt repräsentative Demokratie und all sowas. Also klar kann man natürlich auch darüber reden, was ist Demokratie, was nicht, ne, repräsentativ oder muss es direkt sein, und kann man sich in den Kopf drüber einschlagen, aber also bitte nicht, eigentlich sollte man es nicht, das wäre ja kontraproduktiv, aber Debatten, auf Debattenniveau, ja. Und nur was ich bei jemandem wie Kemper dann gemerkt hatte, ist, dass das scheinbar, oder zumindest habe ich es da realisiert, ob er selber dahinter steht, sei mal dahingestellt, keine Ahnung, will ich ihm nicht unterstellen, da habe ich schon genug Disconnect bei dem Konflikt, aber ist dieses Thema, dass man scheinbar in der politischen Diskussion da auf dem Niveau, ne, von wegen, ja, okay, guck mal, uns geht's schlecht oder was, aber dass man sagt, das
mehr Demokratie überall. Man will mehr Demokratie. Das ist so dieses, was man dann benutzt, um zu sagen, guck mal. Aber Leute wie Kemper, ich glaube halt, das sind halt wirklich die, die halt meinen, dass es nur zwei politische Positionen gibt. Halt Faschismus und Kommunismus. Ne? Und Faschismus ist ja das, wo man im Gleichschritt laufen muss und es einen Führer gibt. Und Kommunismus ist halt das, wo ja, wo dann jedermanns Träume verwirklicht werden, man ja nur ja. Die Gesellschaft in Einheit irgendwie bekommt und, ja. Und jeder jedens Wunsch von den Lippen abliest und sofort erfüllt. Ja, ja, nur was der Punkt ist, Demokratie wird in meiner Wahrnehmung immer häufiger als eine Art Framing genutzt, um etwas, was viele Leute zumindest scheinbar unter ihren Grundrechten verstanden haben, auszumerzen sozusagen. Also dass man sagt, ich meine, klar, ja, kein Grundrecht ist unerschränkbar, ja, ganz dieser Spaß, aber dass man eben sagt, ja, guck mal, es ist ja demokratisch legitimiert und kein besseren, Grundrecht ist unerschränkbar. Es ist zum Besseren der Mehrheit sozusagen. Ja, genau, weil genau das, andere, das Ding. Das andere ist ja Egoismus und, ja. Und das ist jetzt zum Besseren von allen, ja, genau, also ja. Nur das liegt aber auch wieder nur daran, ne, mit meinem Beispiel vorhin von dem Blutspendeverbot. Ne, das eine ist halt eine Gruppe, die man halt akzeptiert als unterdrückte Gruppe, und das andere irgendwelche Leute, die feiern gehen wollen oder irgendwelche Leute, die ihr Geschäft öffnen wollen. Ne, wobei man da halt auch nicht genau hinguckt. Also zum Beispiel Gastronomiebetriebe. Ne? Also es gibt ja fast nichts, wo dieses Familiending, Kleinstbetrieb und auch Migrantenanteil und so viel vorkommt wie in der Gastronomie, die in dieser Corona-Zeit ja eine der am heftigsten eingeschränkten Branchen war. Ne? Und aber das ist dann, wird dann irgendwie halt auch ausgeblendet. Und man denkt dann halt, man kämpft da ja nur gegen die Säue an, und parallel hat dann Amazon irgendwie das beste Geschäft seines Lebens gemacht. Ne? Und ja, da hat man es dann aber den bösen Leuten richtig gegeben. Ne? Also ja. Ja, aber man verkauft es ja immer so als, guck mal hier, mehr Teilhabe. Guck mal, du siehst doch, ja, dass Teilhabe, da was schief läuft. Das ist natürlich, ne, auch so ein, wie ist das schlaue Wort? Dog Whistle, ne? Das ist ja, da wissen die Leute dann direkt Bescheid, wenn jemand von Teilhabe redet, ja. Ja, ja, früher war es Solidarität, mittlerweile ist ja, das ja auch schon Teilhabe. Hart ausgelutscht. Ich denke, wenn ich das Wort Teilhabe höre und Teilhabe von Frauen und so, dann denke ich halt sofort an diese Statistiken, dass du halt irgendwie ein Drittel der Männer irgendwie hast, die mit Mitte 20 oder so noch zu Hause wohnen. Ne? Mhm. Und wo ich dann auch so Leuten in der Politik halt sage, so, ja, wie viele Leute sind denn jetzt hier irgendwie, die, keine Ahnung, Bauzeichner gelernt haben oder so oder irgendwas. Oder halt so Leute, die mit Mitte 20, wie viele Leute sind denn bei den Judis aktiv, die mit Mitte 20 noch zu Hause wohnen? Und zwar nicht, weil ihre Eltern irgendwie so reich sind oder so, sondern weil sie irgendwie nach der Schule, keine Ahnung, irgendwo nirgendwo verschwunden sind oder so. Das sind Menschen, die werdet ihr nie treffen. Die gehen vielleicht irgendwie mal in der Innenstadt an einem Stand vorbei und denken sich irgendwie, ach ja, das ist dieses Politikding, wo ich nichts mit am Hut habe. Ne? Und ja, und was habt ihr für die übrig? Ja, die sind gefährlich hier. Die kommen ja bald und machen irgendwelche Anschläge oder irgendwas oder irgendwie so, ne? Incel-Ideologie oder so Zeug. Ja, ja. Ohne Scheiß. Und das ist halt so eine ganze Gruppe von Menschen, ja, ne, die findet halt auch nicht statt bei denen. Und um deren Teilhabe kümmert sich kein Mensch, ne? Da sagt man den Leuten dann halt, ja, kümmere dich halt um dich selber. Und im Endeffekt in diesem Punkt, ne, das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass das ja passieren sollte. Und das ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Im Endeffekt können die sich ja auch praktisch ja auch nur um sich selber kümmern. Der Unterschied ist ja halt eben nur, dass es bei den einen halt ständig von Teilhabe geredet wird und dass man die ja dann quasi herstellen müsste, weil sie ja nicht da ist, wegen der Ungerechtigkeit. Und auf der anderen Ebene, da sieht man das dann wieder ein, dass sich die Leute da selber drum bemühen müssen um ihre Teilhabe, ne? Weil so ist ja, es halt im Endeffekt, ja, ne? Klar, die Leute müssen das selber wissen, aber die kennen das nicht. Das sind Leute, die werden von ihren Kommilitonen in der Jura-Studiengang angesprochen, hier willst du nicht auch mal mitmachen oder so, ne? Das ist deren politischer Werdegang. Und dann kriegen ja. sie einen Teilzeitjob bei der Landtagsfraktion oder bei der Stadtratsfraktion oder so, wo sie sich neben dem Studium ein bisschen Geld rankriegen
und so, das ist aber nicht, das für solche Leute muss aber die Politik im Endeffekt ja nichts machen, ne? Also. Ja, es ist politische Meinung, das, was im Gesetz steht. Kenne ich auch noch einige von. Und ja, das kommt auch noch dazu. Und das finde ich ja gerade, da komme ich ja dann mit den Nazi-Vergleichen. Also jeder, der mir so eine Scheiße erzählt von wegen, ja, aber das ist doch Gesetz, dem sage ich ja Nürnberger Gesetze. Also wenn das moralische Absolut ist, das irgendwer entschieden hat in diesem Land hier. Und dann bist du der Holocaust-Verharmlose. Aber also direkt. ja, unter Umständen, ne? Ja, da das ist aber das Ding, wo die grundsätzlichen, das ist, finde ich, super interessant. Also, das ist halt das Ding mit diesen Geschichten, mit der Geschichte, diese Momente, wo so grundsätzliche Fragen wieder relevant werden. Ja, also dieses Thema Rechtsstaatlichkeit, ja, das ist, oder das Thema Redefreiheit oder Meinungsfreiheit. Mhm. Das sind so, wenn auf einmal man sieht, es ist richtig scheiße gelaufen, dann erinnert man sich dann wieder so an Grundsätze oder dass man sagt, du musst ja gar nicht mal einen Nazi-Vergleich machen. Du kannst auch die Mauerschützen referenzieren, die wurden ja auch verurteilt. Ja, aber das stand doch so damals im Gesetz. Es war doch alles legal, ja, was gut, passiert ist in der DDR. Ich mache jetzt die Sache natürlich, weil ja im Regelfall solche Sachen von Leuten mit dem Selbstverständnis eines Antifaschisten kommen, ne? Sozusagen, ja. Dass ja die Gewalt gerechtfertigt ist, auch ja aus diesem Paradigma heraus, dass es ja nur die zwei Pole gibt, Faschismus und Kommunismus, und dass man, dass der Staat dann, dessen Rolle ja dann sein sollte, die Leute vom Faschismus abzuhalten und zum Kommunismus hinzubringen, weil es ja die zwei einzigen Möglichkeiten gibt, die es gibt. Und unter dieser Prämisse argumentieren die Leute ja dann, wenn sie sagen, sozusagen, dies und das wäre irgendwie Gesetz als moralisches Statement, dass quasi allein die Tatsache, dass man sich entschieden hat, dass etwas Gesetz ist, schon dieses Gesetz zu etwas Richtigem macht. Und das genau. Und deswegen komme ich natürlich mit dem Beispiel, wo die ja sagen würden, dass es auf jeden Fall ein offensichtliches Unrecht ist, ne, an das man sich nicht halten sollte, damit ihnen ja dann bewusst wird, dass das vielleicht doch Bullshit ist, was sie da reden. Deswegen komme ich ja mit dem Beispiel. Genau, mit anderen Beispielen würden sie dann wahrscheinlich sagen, ja, die DDR war ja gerechtfertigt. Das war ja ein perfekter Staat und das ist ja nur deswegen gescheitert, weil die Leute da den Willen nicht realisiert haben. Ne? Man darf nicht den Anspruch haben, also beziehungsweise man kann machen, was man will, aber ich habe jedenfalls nicht den Anspruch, immer alle zu überzeugen. Ich finde es halt schon wichtig, dass man da so Keimlinge halt setzt. Weil das ist so eine Geschichte, das läuft dann über Jahrzehnte. Ja, also das ist dann, ich finde auch deswegen, der Weg zur Wahrheit geht über den Diskurs. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum sie die Meinungsfreiheit gerade einschränken wollen. Weil das ja aber das schaffen sie ja nicht. Die Hegemonie das schaffen sie von ja den nicht. Leuten untergräbt und weil ja schon die kleinsten Dinge halt ausreichen, um da Brüche in die Wand zu reißen. Ne? Und das sie schaffen es in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der Öffentlichkeit, dass man sich da klein hält oder dass man da nicht zurückhält. Aber ich bin da doch sehr optimistisch, was die aktuelle Medienlandschaft angeht und dass man da nicht sich unbedingt alleine vorkommt mit seiner Meinung. Und die Alternative zu manchen schwierigen Gesprächen ist halt die harte Realität. Also entweder man lernt es aus dem Diskurs im Vorhinein oder man lernt es im Nachhinein, wenn die Realität auf einen aufprallt. Und insofern ist der Ausbau von Diskurs und solche Gespräche, wie du sie da eben verschilderst, ungeheuer wichtig. Nicht um Leute unbedingt gleich zu überzeugen, sondern um eben dann, damit sie sich vielleicht, ach, da hat da vielleicht einen Punkt gehabt und vielleicht, ja, dann findet erst im Nachhinein, vielleicht ein Jahrzehnt später erst das Umdenken. Ja, hoffen wir mal, dass wir noch genug Zeit haben. Dass die Grundrechte nicht wegdemokratisiert wurden auf dem Weg dahin. Ja. Ich bin da doch, ich bin da auch in der Hinsicht nicht so pessimistisch, dass wir ein zweite, also das war, ich ja, das ganz ist ja schöne, auf jeden Fall noch ein ziemlicher Reality-Check werden für viele Leute. Ich hoffe halt nur, dass es nicht ins absolute Gegenteil dann Ich kann das wird, schwierig, für mich ist das schwierig abzuschätzen, also diese Sache, ich sehe ein, dass es vielleicht 100 oder vielleicht auch 1000 Mal höher ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Blackout erleben. Dass das auf gar keinen Fall schön ist, aber ob die Wahrscheinlichkeit deswegen ausreicht, um irgendwie größer als 50-50 oder auch nur 1 in 100 zu sein, das kann ich schwer abschätzen, ob das vielleicht nicht trotzdem unwahrscheinlich ist, ja, dass also diesen Winter was ab. Das werden wir auf jeden Fall haben. Also wir hatten bei den Affen zum Beispiel diese Studie von der Universität Aachen oder so, glaube ich,
ja, im Endeffekt gesagt hat, damit unsere Gasspeicher reichen, brauchen wir dieses Jahr noch 2 Flüssiggasterminals und Nachfragereduzierung um 25%. Mit anderen Worten, die werden nicht reichen. Und ja, also Dinge werden da auf jeden Fall passieren. Wie heftig das dann tatsächlich wird, ist natürlich nochmal eine Frage, aber da wird auf jeden Genau. Fall was passieren, weil wir haben ja gerade so viele Faktoren, die da drohen mit diesen ganzen Lieferketten, die immer noch nicht richtig sind und allem und dem Weizen und dem, ja, und dem Ja, Gas und es dem wird ganzen hart. Zeug, ne? Also irgendwas wird da auf jeden Fall, ich meine, wir haben ja jetzt schon die ersten Ausläufer, und ja, also. Na, aber klar, also ich will auf jeden Fall nur sagen, aus meiner Sicht gibt es halt nicht diese zwei Pole. Es gibt nicht nur Faschismus und Kommunismus. Und ich bin mir da auch absolut sicher, dass es jetzt gerade auch auf dem rechten Bereich ganz viele Leute gibt, die da sich jetzt die Hände reiben und darauf warten, dass man jetzt in Zukunft dann ihnen halt glaubt, wenn sie sagen, irgendwie, wir müssen jetzt nur unseren Willen durchsetzen und dann wird alles gut. Ja, aber das ist ja illusorisch, also dass hier irgendwelche Rechte Ja, ich großartig weiß nicht, irgendwas zu wenn die sagen Not der hätten, Leute, das das ist ist. ja im Endeffekt diese Auseinandersetzung zwischen ganz rechts und ganz links, das war ja die Weimarer Republik, ne? Und obendrauf hat es halt eine Demokratie. Und ja, wie das hinterher ausgegangen ist, das wissen wir ja. Also. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das unmöglich ist, dass sich da die Geschichte. Was heißt so unmöglich? Nichts ist unmöglich, aber also es gibt dieses Thema Präferenzkaskade, wo sich auf einmal die Leute da eine merkt, okay, der weiß, dass ich das weiß und so weiter. Die Leute wissen dann auf einmal Bescheid, ah, ich bin nicht allein und dann Ja, weil ist auf einmal fällt dann diese unsere Fassade. sogenannten Gemäßigten und Zentristen und so, die sind ja im Moment halt eben, Genau, die Mitläufer. die erscheinen halt im Moment ziemlich, ja, enablend halt, ne? Also die scheinen halt das von den, na, also die ganze, die unsere, ich sag nur die FDP-Bundestagsfraktion, ne? Also, weil ich weiß ja nicht, ob das im Endeffekt dann hinterher noch jemanden interessiert, wenn dann ein Herr Mordhorst da irgendwie sagt, ja, ich finde die Frau Attermann zwar blöd und alles, was sie macht, ist dämlich und die hat ja eigentlich nichts verloren, aber ich wähle die jetzt. Also ich glaube, da werden die Leute hinterher nur im Kopf haben, ja, Naja, die FDP meine hat sich halt mit. Wahrnehmung von den letzten, zum Beispiel bei der Klimahysterie in 2007 war, glaube ich, die etwas hochgekochter und dann kam die Wirtschaftskrise und war auf einmal das Thema nicht mehr so wichtig. Und ich habe schon das, ich würde schon die Wahrscheinlichkeit höher einschätzen, dass auf einmal Leute sehen, okay, umverteilen kann man irgendwas erst, wenn man es produziert hat. Ja, also dass die Produktion Ja, der aber ich meine halt Konsumption nur so ganz vorausgeht und dann, oberflächlich, ganz dass sie sich oberflächlich dann gesehen, besinnen. siehst du halt Leute von der CDU, die irgendwie meinen, wir brauchen Frauenquoten und alles Mögliche. Und du siehst ja Leute von der FDP mit dem, was ich gerade geschildert habe. Und du siehst die Grünen und du siehst die SPD, weil wir gar nicht reden müssen, weil sie das sowieso alles meinen, ist ja eh klar. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass dann hinterher, weil ich merke das ja auch jetzt schon, ne, die Leute, die halt eher so AfD-mäßig oder so ticken, für die ist das alles nur eins. Ne? Also die sind ja jetzt schon halt der Meinung, dass das alles von allen Leuten irgendwie alles gleichzeitig irgendwie forciert wird und da im Endeffekt überhaupt keiner mehr irgendwelche Bauchschmerzen mal irgendwas hat oder so. Und wenn jetzt, ja, wenn jetzt halt irgendwie was knallt und die Grünen und die Roten dann mit runtergelassenen Hosen dastehen, dann bin ich mir halt ziemlich sicher oder halte es für durchaus wahrscheinlich, dass diese heruntergelassenen Hosen dann bei allen gesehen werden, auch wenn die da eigentlich gar nicht notwendig sind. Und man dann halt eben sagt, okay, dann können wir uns also nur noch auf die Leute verlassen, die halt überhaupt nichts damit zu tun hatten und das alles scheiße fanden. Und dann haben die ja wohl alle recht. Und ja, also kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja gerade durch diese Hegemonie im Moment so, dass es alles wie eins erscheint, ne? Wie so eine. Und diese Talking Points, die kommen ja auch überall hin. Ne? Also es ist ja wirklich immer wieder faszinierend, wie so Sachen, die irgendwie auf der Republika irgendwie erzählt werden. Da kommt so eine Marxistin, hält auf der Ich Republika. sehe den Weg da, ich sehe den Weg da und deine Audios immer ab und zu mal schon die ganze Zeit rauscharakterisieren. Okay. Nur so, die Frage ist, wie sie da, wie eine rechte Bewegung eine Meinungshoheit ergattern könnte, ist mir ein bisschen Ja, unklar. mit Also, Macht, dass ne? die Linken
Es gibt dieses, wie heißt es noch, von Breitbart, glaube ich, also Politics is Downstream of Culture. Und ich sehe das nicht, egal, dass... Wenn... Also ich sehe auch nicht online, also ich sehe online, ich meine, ihr seid da eher repräsentativ für was da online passiert in den Medien. Und dann gibt es noch die Hauptstrommedien, die natürlich alle komplett links, also dass die irgendwo eine Meinungshoheit bekommen würden. Und selbst wenn die irgendwie so recht sind, wie man das darstellt, das ist ja Klischee halt, wenn jemand in die Politik kommt, dass das dann alles auf einmal gemäßigter ist. Und ich glaube, das, also ich weiß nicht, ob man das unbedingt fürchten muss. Also ich würde auf gar keinen Fall irgendwas ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit halt, ich denke, dass man da eher sagt, okay, irgendwie, ich denke, die CDU wird dann wieder einfach drankommen, das wird so dämlich einfach sein, denke ich. Okay. Ich habe jetzt hier gerade nochmal den Automatismus ausgestellt. Geht das jetzt besser? Hört man mich jetzt besser? Oder kann ich ja, das war, ich hätte früher was sagen sollen, aber es ja, ist so dumm reinzugrätschen. Naja. Aber es ist, wie gesagt, das ist die große Hoffnung für mich, diese ganze Diskurs, die auch online stattfindet. Ich denke, wir sind gerade in einer Art zweiten Aufklärung. Ja, also okay. Und das ist wesentlich wieder so grundsätzliche sagen, Ursache, ist einfach dieser Medienbruch. Damals der Medienbruch eben von den, dass man auf einmal Zeitungen und Buchdruck hatte, dass man da besser kommunizieren konnte, als es davor der Fall war, wo jeder Buchstabe händisch niedergeschrieben werden musste und das Papier ziemlich teuer war. Und jetzt haben wir eben den Medienbruch weg von den zentralen Rundfunkmedien hin zu den dezentralen Online-Medien. Und da kommt halt diese, ich denke schon, diese Aufklärung, da hat da seinen Ursprung, beziehungsweise seine Ursache. Und auch wenn ich nicht unbedingt glaube, also ich bin da nicht naiv zu sagen, okay, die Ideen, die wir hier bei den Marktradikalen und die Mises-Jünger, österreichische Schule, dass das alles sofort Anklang findet. Aber wir haben schon eine Stimme, die groß genug ist und die auch groß genug war 2008, um mich abzuholen. Und die auch, glaube ich, jetzt im Rahmen von Bitcoin auch mehr und mehr Leute abholt. Dass man da Hoffnung haben kann, dass so eine Rechtsruck nicht passiert. Dass man da sagt, okay, die Leute, die haben jetzt nicht ganz, die haben diese Inflationsphase vorhergesehen und die haben auch plausible Erklärungen darüber, wie Wirtschaft funktioniert. Und die haben sich auch nicht beteiligt an irgendwelchen Diffamierungsaktionen in 2021 und dass man da durchaus Hoffnung haben kann, dass man da Gehör findet, mittel- bis langfristig. Aber das, okay, das ist wo ich jetzt aus diesem Gespräch ja nicht unbedingt dann den Optimismus schöpfe, ist, dass das alles auf Ideen, ja, es wäre natürlich schön, das ist ja halt die Sache mit Mises, wo ich auch im Einleitung gesagt habe, ja, dass man sich in den Kampf der Ideen hineinstürzen muss. Man darf aber deswegen nicht glauben, dass es unbedingt, dass man nicht unbedingt Erfolg haben wird. Aber gut, anders wird es erst recht nicht funktionieren. Wer kämpft und verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Bertolt Brecht. So ist es. Also wir haben jetzt schon 2 Stunden voll. Ich will das nicht abwürgen, aber wir haben, glaube ich, langsam einen guten Abschluss. Wir können auch gerne das Gespräch weiterführen ein andermal. Insofern ist das ja auch nicht ein endgültiger Abschluss. Nächstes Mal schicken wir dann Mammon und Price. anderen, damit die auch noch. Ja, wieso? Hier, du, wir haben noch ein offenes Thema. Wir können gerne mal darüber philosophieren. Wie groß muss der Staat sein? Was muss der Staat tun? Braucht es ihn überhaupt? Das finde ich, also, da kann man auch mal was zu machen. Naja, also das Wichtigste für mich. Weil ich weiß es selber nicht. Das Wichtigste für mich ist immer diese Bereitschaft, wirklich mit Interesse zu fragen, wie meint der andere es? Und nicht, und
Also das ist ja auch bei Linken gang und gäbe, dass man dann gleich dazu überspringt, irgendwelche schlechten Motive zu unterstellen, weil man nicht versteht, wie der andere denkt. Oder man meint schon, die Welt funktioniert so und deswegen kann er ja nur schlechte Absichten verfolgen. Da ging die Schublade auf und zack, rein mit dir. So ist es. Und aber anders geht das halt nicht über Diskurs. Und insofern bin ich da immer dazu bereit. Ja. Und insofern danke ich mich nochmal an euch beide, daran teilzuhaben und diesen Diskurs fortgeführt zu haben. Und freue mich, wenn ihr irgendwann mal wiederkommt. Ja, abschließend kann man natürlich nochmal darauf hinweisen, dass die Weltraumaffen immer sonntags 18 Uhr stattfinden, aber auch für Leute, die Jung, Brutal, Marktradikal hören, kann man das auch später im Internet nachholen. Also man muss ja nicht live dabei sein, obwohl es natürlich cool ist, bei den Weltraumaffen live dabei zu sein. Des Weiteren möchte ich noch auf Abels Bücher hinweisen, Knicklicht und Miete pro Kopf, wie wir das immer so machen, und auf die Webseite thatsafespace.net. Jetzt hat er doch was verkauft. Nee, ich verkaufe ja nichts. Jeder hat was zu verkaufen. Naja. Nö, ich weise darauf hin, dass jemand ein Buch geschrieben hat und dass jemand eine Website programmiert hat. Die Website ist sogar komplett umsonst. Und das Buch gab es auch schon umsonst. Das regnet der Markt. Aber ja, ansonsten sehen wir euch sonntags. Ja, alles klar. In den Wald. Bis dann. Zerschmettert und fördert und so. Tschüss.